Ich hab's geschafft, Mann. Ich muss nie mehr U-Bahn fahren. Cruise vorbei im Lamborghini Huracan. Sind wir live, Leute? Sind wir live? Ey, Freunde, was geht ab? Ich hoffe natürlich mal, euch geht's allen gut, ihr Leute. Paul Berger. Sind wir live? Wir sind live. Let's go. Oh mein Gott. Jetzt bin ohne mein Fleiß. Hey. Darum gibt es täglich Dinner von einem Sternekoch. 50k am Finger durch den Werbespot. Was geht ab, Leute? Ey, wie lange war ich jetzt hier schon nicht mehr live auf YouTube? Ich hab's schon vermisst. Ich hab euch schon vermisst, Leute. Habt ihr mich auch vermisst? Alter, let's go. Denn ihr Sohn ist täglich zu sehen auf der YouTube-Startseite. Haus für ein Leben wie in Minecraft. Ey, Dankeschön für 2 neue Mitglieder. Kuss. Ayas Edo und Max. Kuss. Dankeschön für Ehrenbruder. Let's go. Heute geh ich nicht mehr down, gehe raus für ein Leben wie ein GTA. So, oh mein Gott. So, Leute, Alter, was geht denn hier ab gerade? Ey, Paul Berger und Chessy auch wieder am Start. Leute, heute Minecraft-Start. Wir bauen eine Netherite Guard Space. Ich habe übertrieben Bock, Leute, denn es steht ein großer Kampf bevor. Ich hoffe, ihr seid dabei und wir bauen heute gemeinsam die neue Netherite Guard Space. Ey, warte mal, hier sind noch mal ein paar neue Mitglieder gekommen. Und zwar Felix Grimm, moin, Jeremy, Luca, Mühr, auch mit Ehrenmann. Kuss. Aber Leute, ich würde sagen, zu Beginn des Streams, ich werde jetzt hier erstmal 3 Paul Berger grüßen. Also schreibt jetzt mal alle euren Namen in den Chat. Und dann werden jetzt hier noch 3 Paul Berger grüßt. Joscha, was geht ab? Ehrenmann, Kuss und Cartoon Guy. Aus für ein Leben wie in Minecraft. Echter Modi, moin. Philipp, moin, was geht ab? 2,50 €. Kannst du mal Five Nights at Freddy's spielen? Habe ich schon öfter gehört. Hätte ich auch Bock drauf. Können wir vielleicht später auf Kick machen, Leute? Okay. Alter, Leute. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Okay, warte. Heinz Kreub mit dem lilanen Abzeichen. Samira, Gruß geht raus. Das ist die Nummer 1. Pecky Ehrenmann. Dann grüße ich hier den Serzan Kilnik. Serzan, Gruß geht raus. Digga, Master of Disaster 5 Schweizer Franken. Alter, er schreibt, endlich bist du wieder da. Hab dich richtig vermisst. Hab heute Squash-Turnier. Wann kommt eigentlich Paul Berger Limo und in welchen Läden in der Schweiz? Was ist denn das jetzt hier eigentlich für ein Lied? Hä, was kommt hier gerade? Ey, was ist das? Das ist doch gar nicht meine Streaming-Playlist. Junge, was soll denn das jetzt hier? Grenzenlos. Master of Disaster, erstmal Dankeschön für 5 Schweizer Franken. Paul Berger Limo kommt im Oktober raus. Habe ich auch schon mal auf Kick gesagt. Das genaue Datum kann ich euch noch nicht sagen, aber Oktober. Also nicht mehr lange. Und ja, dann viel Erfolg bei dem Squash-Turnier. Und welche Läden in der Schweiz, kann ich dir ehrlich noch nicht sagen. Also ich weiß, es sind schon, ich glaube, 2 Läden in Deutschland fix, in denen wir drin sein werden. Sage ich auch noch nicht. Aber in der Schweiz kann ich es dir ehrlich gesagt noch gar nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob wir da in der Schweiz direkt in Läden sein werden. Ich hoffe, mein Team gibt alles. Ich kann es dir aber nicht versprechen. Im Zweifelsfall müsstest du im Internet bestellen in der Schweiz. Aber ey, warte, einen müssen wir noch grüßen hier. Und zwar, warte mal, wir machen noch 2. Einmal den Firelion.de, Marlon. Gruß geht raus, auch mit dem lilanen Abzeichen, Ehrenmann. Digga, und jetzt wen grüßen wir noch? Hier den KingJojoTV. KingJojoTV, weil der hat mein Logo. Der hat mein, das iCrimex-Logo als Profilbild hier bei seinem YouTube-Kanal. Deswegen KingJojoTV, Johannes, Gruß geht raus, mein bester Leute. Macht alle das iCrimex-Logo mal rein. Alter Mensch, Dankeschön. Moin, spende das erste Mal. Hoffe, du freust dich. Ey, vielen Dank. Aber Leute, niemand hier muss was spenden. Ich freue mich, dass ihr alle am Start seid, aber keiner muss hier Real Rap was spenden, Leute. Alles gut. Ich freue mich, dass ihr einfach nur alle da seid. Ey, Vlogs, 6 Euro, kannst mich grüßen. Gruß geht raus an Vlogs. Leute, ihr dreht ja wieder durch. Ihr dreht hier heute schon wieder durch. Ich merke schon, ich war zu lang weg. 3 Wochen, das war zu viel hier, nicht auf YouTube. Eieieiei. Digga. Okay, Leute, ich würde sagen, Freunde, wir verlieren keine Zeit. Wir gehen direkt rein in Minecraft. Alter, Sebastian, Ehrenmann, Kuss geht raus. Gibt's irgendwas, irgendein Video, auf das wir reagieren müssten? Ich hätte auch irgendwie noch Bock auf eine Reaction mit euch, bevor wir in Minecraft reingehen. Ich hätte Bock auf eine Reaction. Aber warte mal, ich starte jetzt erstmal Minecraft. Wir starten jetzt erstmal schnell Minecraft. Abfahrt, Leute. Boah. Ey, auf das Candy-Video habe ich leider schon reagiert. Sonst würde ich das gerne schauen mit euch. Minecraft-Start. Wir starten Minecraft-Start. Abfahrt. Reagier doch mal auf Honeypoo. Paul Berger und Chessy, warum soll ich auf Honeypoo reagieren? Also, was hat die gemacht?
attackiert, dann gebe niemals auf, denn du bist niemals alleine. Ey, Matteo, Ehrenmann, dankeschön. Und Thomas Schneider, 2,50 €. Hey Max, kannst mich grüßen. Gruß geht raus, Thomas, 2,50 €, dankeschön. Oh Leute, ich muss auch mal wieder einen neuen Song machen. Seid mal ehrlich. Eins in den Chat, wenn ich mal wieder einen neuen Song rausbringen soll. Der Minecraft-Song ist so nice, den höre ich auch immer noch so gerne. Und den GTA-Live-Song sowieso. Eigentlich, ich muss echt mal wieder einen neuen Song rausdroppen, Leute. Wäre schon geil. Wäre schon sehr nice. So, okay. Viele haben Bock auf... Es wird eigentlich mal wieder Zeit, ne? Ich glaube, der Minecraft-Song ist auch schon wieder ein halbes Jahr her, Leute. Hä? Warum kommen hier immer andere Songs, Leute? Ich check das nicht. Ich mach doch hier die Streaming-Playlist. Warte. Nein, ich will hier keine Songs ergänzen. Was soll das? Ah, Leute, das ist, weil noch Songs in der in der Warteschlange waren. Jetzt, oh mein Gott, okay. Ey, Flox, danke schon nochmal für 6 €. Kuss. So, okay, wir sind jetzt in Minecraft. Dann die Performance zu einer YouTuber-Insel. Ich bin Candy mit einem Regenbogenhut. Netherite Guards, Leute. Die Netherite Guards sind wieder da. Wer hat die Netherite Guards vermisst? Die Netherite Guards sind... Hä? Warte mal, was sind hier für Schilder? Was sind hier für Schilder, Leute? Was denn jetzt hier los? Oh mein Gott. Warte mal, Leute. Eine Sekunde. Ich muss hier ganz kurz noch das Fenster zumachen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Hä, wer hat hier... Hä? Wer hat das hier gebaut, Leute? Wer war das? Leute, wer war das? Ey, wir müssen hier mal kurz lesen. Der Netherite-Gott hat mich gerufen. Hä? Du wirst nie alleine sein, mein Bruder. Zusammen sind wir stark. Ah. Ey, Astrid, dankeschön für 12 €. Kuss geht raus, dankeschön. Hä? Leute, wer soll das gewesen sein? Wer soll das gewesen sein? Der Netherite-Gott hat mich gerufen und wirst niemals alleine sein. Zusammen sind wir stark. Ah, warte mal, Leute. Amir. Amir war doch auch einer von den Netherite-Guards. Denkt ihr, das war Amir gewesen, Leute? Oder das A steht für Alphastein? Weiß ich jetzt nicht. Amir oder Alphastein? So, warte mal. Wir müssen hier unsere Rüstung erstmal wieder anziehen, damit wir jetzt hier richtig gefährlich aussehen. Haha. Netherite-Guard, I cry, Max. Alter, Leute, ich glaube, Amir ist wieder da. Amir ist wieder da. Das wäre nice. Und hä, irgendjemand hat hier was... Wer hat hier einen riesigen iCrimex-Kopf gebaut? Leute. Oh mein Gott, die Netherite Guards sind wieder da. Buch und Feder. Ich glaube, jemand hat mir eine Nachricht hinterlassen, Leute. Das muss Amir gewesen sein. Alles andere macht keinen Sinn. Hallo, habe den Kopf gebaut. Hoffe, das ist Würdigung genug. Lasst mich... Was? Lasst mich und meine Freunde in Ruhe, bitte. Hä? Lasst mich und meine Freunde in Ruhe. Leute, was ist denn hier los? Jemand will hier bei den Netherite Guards dabei sein und jemand hat hier den Kopf gebaut. Aber wir werden Candy und seine Stadt niemals in Ruhe lassen. Das ist jetzt die neue Netherite Guards Stadt. So, hier packen wir mal die Diamonds rein. Die hat uns ja Candy gegeben als Schutzgeld quasi für seine Stadt. Oh mein Gott, es kann Flauschi gewesen sein. Ey, Flox, Alter, 24 €, Flox, beruhig dich mal, Alter. Ey, 24 €, vielen Dank dafür, aber das ist echt zu viel, Bro. Junge, entspann dich, dankeschön. So, vielen, vielen Dank, Flox. Freut mich, dass dir meine Videos gefallen. Wir gehen jetzt mal hoch, Leute, und dann werde ich euch zeigen, wo die neue Netherite Guard Space heute entstehen wird. Aber lasst jetzt an der Stelle schon mal alle ein Like und ein Abo da. Wenn ihr den Stream feiert, Leute, pusht den Stream raus. Let's go. Alle jetzt mal liken und abonnieren und Glocke aktivieren, um keine Streams mehr zu verpassen. Leute, weil das Ding ist, es gibt nämlich eine Sache, die müssen wir nämlich regeln. Und zwar, Freunde, was? Was, Leute? Oh mein Gott, warte mal. Das muss ich hier ganz kurz einmal im Chat einblenden. Leute,
Master Galaxy hat 20 Mitgliedschaften verschenkt. Was? Okay, Leute, bedankt euch alle mal bei Master Galaxy. Er hat hier 20 Mitgliedschaften verschenkt. Absoluter Ehrenmann. Alle mal danke, Master Galaxy, in den Chat rein oder ein Herz in den Chat rein. 20 Leute haben jetzt nämlich Mitgliedschaft geschenkt bekommen. Das ist eine dicke Ehrenaktion. Also wirklich, Master Galaxy, vielen Dank. Alle danke in den Chat, Leute. Ey, Live-Chat, was ist denn heute los hier? Und Astrid Nuske, hier nochmal, 12 Euro, kannst mich grüßen und du bist der Beste. Vielen, vielen Dank dafür, aber ey, Bro, wirklich, Dankeschön. Astrid, Gruß geht raus. Das ist zu viel, das ist wirklich zu viel. Chillt, chillt, Leute. Alter, krank, Freunde. Ihr seid echt schon wieder zu wild heute. Und zwar, Leute, ihr habt es ja vielleicht im letzten Video mitbekommen, die Stadt ist gerade sehr umkämpft, ja? Candy möchte sich Unterstützung holen und will die Stadt zurückerobern, aber die Netherite Guards müssen die Stadt halten. Hier ist ein Kriegsgebiet, Leute, ein absolutes Schlachtfeld und deswegen müssen wir eine Base bauen. Oh, warte mal, wer hat denn das gebaut, Leute? Hä? Das kenne ich ja noch gar nicht. Wer hat das denn gebaut? Leute, Netherite Guards übernehmen die Stadt. Oh mein Gott, hä? Wie krass. Ich glaube, das muss... Also wenn dieses A für Amir steht, dann war das bestimmt Amir gewesen. Die Netherite Guards beherrschen jetzt hier die Stadt. Das ist der Netherite Guards Tower. Blocks 12 Euro, Dankeschön. Und zwar habe ich mir nämlich überlegt, hier werde ich eine riesige Netherite Guards Festung bauen. Wir müssen uns ready machen. Falls Candy zurück angreift, müssen wir bereit sein. Und deswegen wird heute unsere Mission sein im Stream. Wir werden hier eine riesige Burg bauen, die Netherite Guards Burg. Ey, Leute, Live-Chat, was ist denn heute hier los, Alter? Christoph Seeland, Ehrenmann. Paul Bergerin, Chessy, 6 Monate, Ehre. Claudia Kraft, Ehrenmann. Kuss. Ey, Live-Chat, was ist denn heute? Ihr dreht ja wirklich völlig frei schon wieder. So. Und dafür, Leute, brauchen wir natürlich relativ viel Geld. Wir haben nur noch $5.000. Was? Nee, Leute, nee. Also, ich glaube, sowas habe ich noch nicht erlebt. Oh mein Gott. Master Galaxy. Leute, es tut mir leid, dass ich hier so oft unterbreche, aber ey, Master Galaxy, einfach mal 50 Mitgliedschaften. Nee, zweimal sogar. Ey, Master Galaxy hat jetzt insgesamt 120 Mitgliedschaften verschenkt. Bro, Alter, okay, Leute, jetzt alle mal dickes Herz, bedankt euch mal wirklich alle bei Master Galaxy. 120 Leute haben durch ihn Ehrenmann geschenkt bekommen. Das ist schon krass. Nee, sogar Ehrenbruderrang sogar. Ich glaube, bei einer verschenkten Mitgliedschaft hat man sogar Ehrenbruderrang. Ey, das ist krank. Das ist Real Rap krank. Dafür müssen wir kurz Party machen, Leute. Brauch sie so sehr, nur ein bisschen flexen, Mann, Hotbar so leer. Brauche X-Ray, brauche X-Ray. Ich bin Diamantenkönig. Ein Hit nur über Minecraft. Und was reimt sich auf Minecraft? Ja, natürlich, Bruder Crymax. Alter, also Master Galaxy, dicke Ehre. Sehr, sehr crazy. Bruder, er dreht wirklich durch. Und nochmal 10? Er hat nochmal 10 raus, ey. Ja, Bro. Ey, Leute, bitte, das reicht. Ehrlich, hört auf, bitte. Vlogs nochmal. 23 Euro, zweimal rausgehasselt. Digga, ey. Okay, Live-Chat jetzt bitte. Ey, wir kommen nicht zum Zocken. Ich komme nicht zum Weiterzocken. Andi, 107, Ehrenmann. Ey, ihr dreht hier wirklich durch. Jetzt reicht's wirklich jetzt. Es reicht. Ich muss jetzt hier weiterzocken. Marie250, liebe deine Videos. Bro, ihr seid verrückt, Leute. Ihr seid verrückt. Und Stacks. Oh. Ich glaube, ich muss einmal den PlayStation-Tanz machen. Dafür einmal PlayStation-Tanz, Leute. Ey, Mann. Digga, der PlayStation-Tanz, der legendäre. Ey, crazy. Ihr seid echt verrückt, Leute. Ihr seid verrückt. Oh Mann, ey.
Alter, Leute. Ihr seid echt crazy. So, wir machen jetzt aber hier mal weiter. Wir können eigentlich schon fast den Mitglieder-Chat mal anmachen, Leute. Aber ne, wir lassen den Chat mal noch ein bisschen auf. Ja, okay, Vlogs. Mach bald wieder einen Song. Vlogs, versprochen, der nächste Song ist schon geplant. Er ist sogar schon fertig geschrieben. Ich muss ihn nur noch aufnehmen. Also ich denke, ich mach bald wieder einen Song. Versprochen, Vlogs. Dankeschön. Ey, Bro, ihr seid echt verrückt. Autos mit meinem Outfit. Das eine Auto englisch, das andere italienisch. Die Uhren aus der Schweiz, ich glaube kultureller geht's nicht, nein. Und heute sehen sie nur das Highlight. Ihr macht mich fertig. Ihr macht mich fertig, Live-Chat. ich würde sagen, wir bauen die Netherite-Guards-Burg auf jeden Fall aus schwarzem Beton. Müssen hier mal ein bisschen Sachen wegwerfen. Müssen wir unser Inventar mal aufräumen hier. Oder eigentlich, Leute, müssen wir das aus Netherrack bauen. Eigentlich müssen wir die aus Netherrack bauen. Aber dann müssen wir jetzt übelst viel Netherrack farmen. Diese Steinziegeln. Wir bauen die einfach aus schwarzem Beton, Leute. Ey, Vlogs, danke ich dir nochmal für 12 Euro. Für ein Leben wie in Minecraft. Astrid, 6 Euro, dankeschön. Haha, schreib hier. Kannst mich grüßen, Ubay hat. Habe ich es richtig ausgesprochen? Gruß geht raus. Sorry, falls ich den Namen falsch ausgesprochen habe. Danke. Es ist egal, wie oft du fällst. Hauptsache, du gibst nicht auf. Zum Fallen gehört auch Mut. Will, dass du auf dich vertraust. Ah, Leute, ich liebe den Song. GTA 6 Song, boah. Es kann ja übrigens sein, Leute. Man munkelt, dass nächsten Monat der GTA 6 Trailer kommt. Also Leaker haben gesagt, dass am 23. Oktober 2023 der GTA 6 Trailer kommt. GTA 5 ist jetzt 10 Jahre alt geworden. Es könnte sein. Es könnte sein, Leute. Boah, das wäre krass. Ey, wenn GTA 6 kommt, Leute, dann ist wirklich mein Leben ist vorbei. Mein Leben ist einfach Ende dann. Meine Freundin wird mich auf jeden Fall einen Monat lang nicht sehen. Ich werde nur hier im Zimmer leben. Ich werde einfach nur in meinem Gaming-Zimmer leben. Boah, das wird so krass. Krass, sage ich schon. Das wird so crazy, Alter. Boah, wenn GTA 6 kommt, dann ist wirklich Ende. Dann ist alles vorbei. Jetzt habe ich mich hier verbaut. Auf jeden Fall müssen die Wände sehr, sehr dick werden von der Burg. Wir müssen eine richtig dicke Netherite Guards Burg bauen. So. Ich würde schon so mindestens die Wände müssen schon so drei Blöcke dick sein, würde ich sagen. Und dann auf jeden Fall Lavagraben außenrum. Würde ich schon sagen, oder? Machst du mal eine Roomtour? Nee, Leute, mach ich nicht. Ich baue meine eigene Stadt mit einem Rathausdach, einem Casino. Oh, ich kann nicht mehr. Leute, ich kann nicht mehr singen. Ich war zu lange nicht mehr live. Junge, das wird krass. Das muss Candy erstmal erobern. Die Netherite Guards Burg. So, ich muss die Seerobben hier umsiedeln. Was machen denn die Seerobben hier? Hä? Leute, was macht Stani hier, hä? Stani? Was machst du denn hier, hä? Oh mein Gott. Komm, jetzt gib mir hier zur Seite. Oder ist das hier Candys Mutter? Candys Mutter, was machst du denn hier? Hey Nina. Ehrenmann, dankeschön. So. Minecraft, Candy, Primax. Attackiert, dann gebe niemals auf. Alleine, nein.
Oh, wir müssen... Oh mein Gott, Leute, wir werden so viel Beton brauchen. Wir werden so viel Beton brauchen, Leute. Seit wann streamt er? Bro, ich bin erst seit 20 Minuten live. Du hast noch nicht viel verpasst. Alles gut. Vlogs, 12 Euro. Ey, schon wieder. Was schreibst du denn da, Vlogs? Oh, warte. Oh, ich wollte ihr Ding, deine Nachricht lesen. Vlogs schreibt, hast du schon das neue Fortnite-Update gesehen? Nee, Bro, ich habe echt schon länger nicht mehr Fortnite gespielt. Aber ich glaube, die neue Season. Die Season setze ich jetzt noch aus. Aber die nächste Season werde ich, glaube ich, mal wieder zocken. Ich habe gehört, da soll was Cooles kommen. Ich weiß nur nicht, ob ich das sagen darf. Deswegen sage ich jetzt mal nichts. Aber ich habe da von meinem Epic Games Kontakt was Cooles gehört, was nächste Season kommen soll. Ich weiß nur nicht, ob das öffentlich ist. Deswegen sage ich jetzt mal nichts. Aber nächste Season werde ich, glaube ich, mal wieder spielen. Fortnite Müll? Nein, Leute. Fortnite ist nicht Müll. Fortnite ist ein übelst gutes Spiel. Und Leute, man darf auch nicht vergessen, Fortnite ist ein Free-to-Play-Spiel. Jeder kann sich auf jeder Konsole Fortnite einfach kostenlos runterladen und zocken. Bro, wer sagt, dass Fortnite Müll ist, das stimmt nicht. Schau mal, wir alle hatten übelst schöne und coole Zeiten in Fortnite. Damals jeder hat Fortnite gezockt. Der Hype ist halt einfach weg. Das Spiel ist halt einfach nicht mehr so im Hype. Es kommen nicht mehr so krasse Seasons, so krasse Live-Events und so. Das ist halt leider nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei, aber Fortnite ist nicht Müll, Bro. Fortnite ist auf jeden Fall ein gutes Spiel. Und überlegt euch, wie gesagt, wie oft hat man das oder wie viele Spiele, die euch spontan einfallen, kennt ihr, wo jeder von euren Freunden sich einfach, egal auf welcher Plattform, runterladen kann und ihr könnt zusammen zocken. Das ist schon krass. Und dann auch noch so ein gutes Spiel. Also Bro, man kann auf jeden Fall nicht sagen, dass Fortnite Müll ist. Finde ich nicht. Ich zock's auch nicht mehr groß, aber zu sagen, dass Müll ist, wäre... Finde ich, das kann man nicht sagen. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall die Wände hier dick machen. Was mache ich denn hier? So. So. Mit dem Regenbogenhut. Oh Gott, man sieht das gar nicht mit dem schwarzen Beton. Aber auf jeden Fall, das muss ja auch ein paar RPG-Schüsse aushalten. Die Netherite Guardsburg. Ey, ich tapp hier immer raus, Leute. Was mache ich denn? Ich bin lost. Leute, wir haben auf jeden Fall heute noch sehr coole Sachen geplant. Also ich bin heute ziemlich lange live. Wir sind hier erst auf YouTube live und später dann auf Kick. Dann gehen wir später noch in den Autohandelssimulator. Ihr wisst ja, Leute, wir müssen hier ein paar Looten einholen. Da müsst ihr auf jeden Fall auch dabei sein. Dann wollte ich später noch mit Candy und Flauschi wird's wieder eine Runde Uno geben. Ey, Vlogs, danke schon nochmal für 24 Euro. Ey, Leute, ihr seid echt crazy. Apropos, Candy und Flauschi, wo sind die überhaupt? Wo sind überhaupt die Paulberger? Bis die kommen, müssen wir uns hier... Wobei, Flauschi ist ja hier Teil von den Netherite Guards. Aber Candy ist unser Feind. Und Flauschi muss uns auf jeden Fall helfen, hier die Dinge weiterzubauen. Sind die schon... Ne, die sind noch nicht mal auf dem Server. Boah, guck mal, zwei Wände dick. Sieht schon fett aus, wenn wir es drei Wände dick machen. Und dann in der Mitte so einen riesigen Tower mit so einem Auge da. Wie da drüben auch ist, Leute. Das wird gut aussehen. Ey, Gustav Rehe, 12 Euro. Ich liebe deine Videos. Kannst du mich grüßen? Oh, jetzt ist die Nachricht schon wieder weg. Warte, ich muss gleich nochmal kurz gucken. Netherite Guards. So, Gustav. Ich liebe deine Videos. Kannst du mich bitte grüßen? Dein Gustav? Ach, kannst du mich bitte grüßen? Dein Gustav. Hab auch dein Merch, also T-Shirt und Pullover in schwarz gekauft. Ehre! Gustav, Ehrenmann. Dankeschön für die Doni. Liebe Grüße gehen raus an Gustav, dein iCrimex. So. Kuss geht raus. Digga, absoluter Ehrensupporter. So, apropos, Leute. Warte mal, müssen wir noch kurz einmal Ding kaufen gehen, ein bisschen Beton kaufen gehen. Oh Mann, ey Leute, warum bin ich denn gerade so lost hier? Warum bin ich denn hier gerade so lost? King Candy, der King der YouTuber-Insel.
guckt euch mal an, wie krass das wird. Da machen wir dann einen kompletten Lavagraben außenrum. Das wird schon wild werden. Aber eine Sekunde, Leute. Freunde, wir gehen hier ganz kurz. Warte. Vlogs, danke schön nochmal für 6 Euro. Denno 2 Euro. Jana 2 Euro. Ey, ihr dreht ja echt völlig durch. Ey, Leute, wir gehen hier ganz kurz in die Werbung einmal rein. Und zwar, Leute, viele vielleicht haben es schon mitbekommen auf Instagram oder auf dem Community-Post gestern. Und zwar, mein Shop ist endlich wieder gefüllt, Leute. Und zwar das beige T-Shirt. Geisteskrank beliebt gewesen. Ist jetzt auch wieder auf Lager. Das letzte Mal jetzt dieses Jahr. Wenn es dann weg ist, Leute, dann dieses Jahr wirklich gibt's das nicht mehr. Ja, wir haben uns gedacht, wir bringen das noch einmal raus, weil so viele danach gefragt haben. Also das beige iCrimex-T-Shirt ist ab sofort wieder verfügbar in allen Größen im Shop. Checkt das gerne aus. iCrimex.shop, ihr wisst Bescheid. Und Leute, auch absoluter Dauerrenner. Die iCrimex-Cap ist auch wieder auf Lager, ja. iCrimex-Cap auch wieder am Start. Checkt das gerne aus. iCrimex.shop, wer was braucht, ihr wisst Bescheid, Leute. Und Leute, dann machen wir direkt noch einmal weiter, wenn wir gerade schon dabei sind. Und zwar, Leute, ihr wisst ja... Oh Gott. Oh mein Gott, nein, der Greenscreen blendet das aus hier. Leute, mein zweites Buch, eigentlich ist hier grün, sieht man jetzt nicht. Mein zweites Buch, Kopf über in die Pixelwelt, kann man jetzt auch vorbestellen. Erscheint am 4. Oktober, Leute. Wir müssen auf jeden Fall wieder Spiegel-Bestseller werden. Wenn euch das erste Buch gefallen hat, das zweite Buch ist genau im gleichen Style. Wir sind wieder in einem Videospiel unterwegs. Ich glaube, Leute, Kopf über in die Pixelwelt, ihr wisst, um was es geht. Es wird wieder ein sehr spannendes Abenteuer vom Style her. Wie gesagt, ähnlich wie der erste Teil, in dem wir in GTA waren. Leute, checkt das gerne aus. Ab sofort könnt ihr das überall vorbestellen. Auf Amazon, Thalia, überall, wo es Bücher gibt, Leute. 4. Oktober erscheint das Ding. Lasst uns wieder gemeinsam Spiegel-Bestseller werden. Ihr wisst Bescheid, Leute. Und jetzt würde ich sagen, hatten wir genug hier. Das war genug mit der Werbung. Wir zocken jetzt nämlich weiter Minecraft. So. Werbung Ende. Dein RTL. So. Und, oh Leute, das Problem ist, diese Netherite Guardsburg, die wird mich auf jeden Fall jetzt wieder sehr, sehr viel Geld kosten. Wir haben jetzt schon noch 3.600 Dollar. Es kann sein, dass wir zwischendrin nochmal ein bisschen Geld farmen gehen müssen. Ohne unser Gepäck. Nein. Warte mal, hier können wir eigentlich nochmal so außen die Dinge machen. Sind ganz allein. Ey, Stani, du musst jetzt hier mal weggehen, Alter. Ich tapp hier irgendwie mal raus. Ich komme heute auf meine Tastatur nicht klar. Ey, Stani, du musst jetzt hier echt mal weggehen, Bro. So, beiseite. Mr. Berger, Leute. Kennt ihr noch Mr. Berger? Das waren noch schöne Zeiten, als wir noch Mr. Berger hatten. Das waren noch Zeiten, Mr. Berger. Auf einer Insel. Wir sind ganz allein. So. Das muss auf jeden Fall Candy erstmal erobern, diese Burg hier, Leute. Das muss der Paul Berger erstmal schaffen. Ja, YouTuber-Insel war schon eine geile Zeit, Leute. YouTuber-Insel war schön. Das Ding ist, das Nice bei YouTuber-Insel war ja, dass wir am Anfang wirklich alle so voll die Minecraft-Noobs waren. Das waren echt geile Zeiten. War ein cooles Projekt. Das ist halt das Problem bei... Das kann halt nie wieder so werden, wie es war. Weil wir halt einfach mittlerweile... Wir sind keine Minecraft-Noobs mehr. Wisst ihr, wie ich meine? Dann irgendwann hat das ja angefangen mit Villager-Farm, dass jeder OP-Sachen hatte und. Und wirklich diese Anfangszeiten... Der YouTuber-Insel, das war wirklich beste Zeit, Freunde. Wo wir alle noch komplette Noobs waren, das hat so Spaß gemacht. Standard-Knacks, Dankeschön für 6 Euro. Kannst du mich grüßen, heißt es Sahid. Und wie kann ich Mitglied werden? Sahid, Gruß geht raus, mein Bester. Dankeschön für die Doni. Und Paul Berger und Jesse, schick hier mal bitte den Mitgliederlink rein oder irgendein anderer Moderator. Einmal bitte Mitgliederlink reinschicken. Da könnt ihr Mitglied werden. Danke für den Support, Bro. Deutlich mehr am Hasseln
Okay, ich glaube, wir haben erst jetzt überall mal drei Wände dick gemacht. Boah, wir müssen unbedingt, glaube ich, noch irgendwie Geld farmen gehen. Wenn das hier so weitergeht, wird das echt eine teure Sache. Und die Mauer, die muss ja noch viel höher werden. Die Mauer bringt ja jetzt aktuell noch nichts, weil man hier von der Seite reinschießen kann. Ey, moin, was machst du denn hier? Hier ist ein Händler, was verkauft der denn? Krokodilsgute. Blaues Eis. Blaueis. Na gut. Naja, der hat jetzt hier nichts Besonderes. Netherite Guards, Netherite Guards. Candy hat über 100k. Was? Als ob Candy so viel Geld... Candy! Was macht der hier? Der darf gar nicht hier sein. Aha! Schnell ausgelockt, hä? Der hat einfach Angst gehabt gerade. Candy hat Stadtverbot. Candy darf hier gar nicht sein, der hat Stadtverbot, Leute. Ich glaube, wir müssen uns auch mal eine Kiste aufstellen. Damit wir mal unser Inventar ein bisschen leer machen können. Und wo machen wir überhaupt den Eingang zur Netherite Guards Burg? Vielleicht hier so eine Brücke rüber und hier überall Lava. Oh, oh mein Gott. Ja, ich glaube, so müssen wir es machen. Das ist gut. Ich glaube, will Candy jetzt hier einen Angriff planen, oder was? Dann müssen wir... Ich habe auch gar nicht mehr so arg viel Munition. Das ist nicht gut, Leute. Ich habe eigentlich gar keine Munition mehr. Wir brauchen unbedingt Munition, wenn wir gegen Candy kämpfen. Wir brauchen unbedingt Munition wieder. Aber Raketenwerfer habe ich noch ganz gut, Muni. Wir müssen ready sein für den Angriff. Candy wird versuchen, seine Stadt zurückzuerobern. Aber nicht mit uns, Leute. Nicht mit uns. Boah. Oh mein Gott. Also wenn wir da so eine dicken Wände hinmachen. Wenn wir da hier so eine dicken Wände hinmachen, Leute. Da kann Candy einpacken. Oh, da ist er ja. Ey! Du hast Stadtverbot! Die Stadt, du hast Inselverbot! Candy, du weißt doch, wie das letztes Mal geendet ist für dich. Das weiß ich, aber du wirst jetzt verschwinden, weil heute werde ich mich nicht klein kriegen lassen. Ich werde niemals aufgeben! Aha. Okay. Du kannst mich nicht länger besiegen. Bro, Zeiten sind vorbei. Digga, das ist hier einfach nicht mehr die Candy-Stadt, sondern die Netherite Guards-Stadt hier. Nein, das ist Candy Island und ich werde es verteidigen. Und warum ist dann hier ein großes Auge gebaut? Hä? Warum ist da ein großes Netherite Guards-Auge? Das ist mein Banner, das ist mein neues Logo von meinem Kanal. Ah, dieses Auge, das Feuerauge ist jetzt also dein Banner, nicht von den Netherite Guards. Nee, ich hab das überall so. Ah. Deswegen auch alles, ja. Das glaube ich also nicht. Und warum entsteht dann hier gerade die Netherite Guards Burg? Das da? Ja. Bro, das ist mein Garten von meinem Haus mit Garten. Okay, ja gut. Oh, ja, dann versuch mal weiter mein Haus. Dann versuch doch deine Stadt zurückzuerobern. Ey, korrekt, dass du mir mein Haus baust, ne? Ey, geil. Bau mal ruhig weiter. Okay, ich gehe ja schon, ich gehe, okay. Du hast Stadtverbot, Junge. Okay, okay, ich gehe. Ich hole noch ein, zwei Sachen, dann gehe ich. Ah, sehr gut. Alter, Candy denkt einfach, er hat hier noch was zu melden in seiner Stadt. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, Leute. Das ist hier jetzt die Netherite Guards Stadt geworden. Wir machen hier richtig... Oh, hä? Ist hier gerade ein Schuss gefallen? Der hier gerade hingeschossen nochmal? Ich glaube, wir brauchen unbedingt Verstärkung. Wir brauchen hier Amir, Leute, unser Netherite Guard, Bruder. Wo sind denn alle? Netherite Guards sind zurück. Schießt schon wieder. Hä? Alter, von da oben schießt der. Okay, okay, Candy, du willst es so.
Okay, ich gehe. Alles gut, ich gehe. Du willst es so, Candy, hä? Huh? Nein, bitte nicht den Tower, nicht den Tower. Ich gehe. Alles gut. Die Stadt gehört offiziell dir. Ja, weiß ich doch. Hast du nicht mal eine Rüstung an? Hey, ich hab eine Rüstung an. Siehst du die nicht? Nee, man sieht die nicht. Schade. Na, ja, ich sehe die. Ich dachte mich gerade, ich hab eine Chance gehabt. Ciao. So. Bro, du hast mich voll in die Luft geschickt, ey. Hier, runter mit dir. Die Stadt ist jetzt übrigens auch Kriegsgebiet geworden. Bro, ich gehe ja schon. Ich will keinen Stress. Alles gut. Ja, aber wir wollen Stress. Wir sind die Netherite Guards. Okay, gut, Leute. Candy haben wir fürs Erste vertrieben. Aber ich glaube, so wie ich den Jungen kenne, wird er bestimmt nicht aufgeben. Er wird bestimmt gleich wieder hier ankommen und versuchen, irgendwie seine Stadt zurückzukriegen. Ja, ich wusste es doch. Ich kenne den Jungen einfach zu gut. Flauschi? Flauschi ist da. Wir müssen Flauschi. Flauschi, warte, hier wird rumgeschossen. Flauschi! Hallo Flauschi, mein Netherite Guard Bruder. Kommt alle her, alle herkommen. Schrei doch nicht so. Doch, ich schreie, weil es schlimm ist. So, Candy, was willst du? Bleib da stehen, Max. Was willst du hier? Flauschi, du stellst dich hier hin. Wo? Ja, da ungefähr, ja. Ich und ich hier. Aha. Flauschi. Ja? Du musst dich heute entscheiden, zu welcher Seite willst du gehen. Erstmal an wessen Seite willst du kämpfen? Guten Morgen, Flauschi. Du musst dich jetzt entscheiden. Kein guten Morgen. Es gibt hier nur Krieg aktuell. Es gibt hier nur Netherite Guards morgen. Kann ich auch alleine für mich kämpfen? Willst du auf die gerechte Seite oder auf die ungerechte Seite willst gehen? Willst du zu den coolen Netherite Guards oder zu den Loser Rainbow Kriegern? Die Rainbow-Krieger! Die Rainbow-Fighter! Was willst du sein, Flauschi? Entscheide dich! Netherite Guard! Ich will mich nicht entscheiden. Hä? Du musst dich entscheiden. Warum? Ich muss ich. Weil es gibt nur zwei Seiten. Ganz kurz. Flauschi, komm mal ganz kurz. Ja. Ja? Flauschi, du weißt ja, du bist gerade bei mir zu Hause. Ja? Also ich könnte jetzt einfach aus der Tür rausgehen, deinen Stecker ziehen. Verstehst er will du sie das? Sabotieren. Er will verstehst sie... du das? Ich zieh dir den Stecker! Hä? Das ist Erpressung! Hey, Max, belausch uns nicht! Max? Und wie gesagt, entscheide dich einfach für eine Seite, die du besser findest. Das ist Erpressung. Ja, erpress sie. So. Also, Max, bist du ready? Ja, ich bin ready, ja. Das gut, ist Erpressung. Flauschi, ich will auch nochmal kurz mit Flauschi reden. Ah, ja, okay, klar. Warum nicht? Ja? Ich kauf dir einen neuen Stecker, wenn er den Stecker zieht. Okay, das ist ein gutes Angebot. Ist ein Argument, ne? Okay. Ja. So, dann sind wir soweit, ja? Aha. Ja. Okay, Flauschi, stell dich wieder da vorne hin. Ja. Ich werde dir nun die Frage der... Lass uns noch, ganz kurz nochmal. Okay. Er sabotiert schon wieder, Flauschi. Leute. Flauschi muss sich für die Netherite Guards abklemmen, deine Tür zu betonieren und dann werde ich dir noch abschließen. Alter, was? Auch noch unter deinen PC auf den Boden werfen, dreimal drauftreten und ihn dann verkaufen bei eBay. Und wie gesagt, also entscheide dich für eine Seite, die du einfach besser findest. Für, ich habe hier gerade was mitbekommen. Ich werde die Polizei rufen, wenn er dich einbetoniert, okay? Polizei? Hä? Ich wollte die Tür... Das ist meine eigene Tür! Ich kann die Tür zumachen, wie ich will! Du kannst aber Flauschi nicht einsperren! Nein, ich werde sie davor rausmachen und dann werde ich so. Die Tür zumachen mit Ziegelstein. Ach so, ich dachte, du willst sie einbetonieren. Nee, das kommt dann, wenn sie dann immer noch einen Weg reinfindet. Dann betoniere ich sie ein. Ja, dann kannst du machen, was du willst. Dann kann ich nicht die Polizei rufen. Okay. Was? Also, ja, Flauschi, gut, dann gesagt, entscheide also, dich halt. Entscheide dich mal für entscheide eine Seite. Entscheide dich ja? halt für eine Seite. Ich will mich immer noch nicht entscheiden. Matthias, danke schön für 6 da, Euro. Warte, Kuss. Hi, Max, mach ihn fertig. Wir machen ihn fertig, Leute. Wir machen ihn fertig heute. Hey, Marci, was geht auch am Start? Ja, gut, dann alles gut, Flauschi. Dann mach, was du willst. Leute, ich muss mal ganz kurz wohin gehen. Ja, ich bin gleich wieder da. Okay. Wohin? Flauschi, Ja? Kannst du trotzdem helfen, Netherite Guards Burg zu bauen? Ja, kann ich machen. Okay, aber das ist nur korrekt. Gegen Bezahlung. Okay, Bezahlung, wie viel? So, ein Keks. Ein Keks, okay. Ist ein okay, fairer ja. Deal. Kriegst du. Was kann ich dir denn helfen? Einmal hier freimachen drumrum. Also, nee, ich will hier so ein Lavagraben. Hilfe, warte mal. Hä, was war das denn? Hast du gehört? Warte mal eben. Hä, was geht denn da ab, Leute?
Hä? Du kommst jetzt sofort auf meine Seite. Ich werde jetzt hier deinen Computer selber rüberlaufen. Candy ist bei Flauschi. Ich baue uns jetzt eine Base auf. Nein, ey, ich habe deine Pistole gedroppt. Was hast du denn für Einstellung? Hä, mit E? Candy ist bei, so, Candy hat Flauschis Setup Candy übernommen. Base. Mir reicht jetzt hier langsam mit dir. Nein, geh von meinem PC weg. Okay, Leute, wisst ihr was? Flauschi soll zu Candy gehen. Das ist mir hier zu viel. Das ist mir hier zu viel. Geh auf Candys Seite. Was haben die denn jetzt gemacht? Das ist mir zu viel. Sieht ihr Mikro safe aus. Was ist das für ein Geräusch in Zett? Was heißt das? Ich höre Candy über Flauschi, das verwirrt mich. Hallo? Hey, ich bin Flauschi hier. Hallo? Ah, okay, stopp. Hallo? Ey, ihr verwirrt mich. Ey, hallo? Ich hasse Candy, ich hasse Candy. Ich hasse Climax. Hey, das bin ich nicht. Alter, Candy, ich wusste, du hasst mich. Ich bin verwirrt. Selbst die Verwirrung ist verwirrt. Warte, ich höre uns hier alle doppelt. Ich will das aushaben. Warum? Ey, mir ist das zu viel. Mir ist das gerade zu viel. Macht, was ihr wollt. Okay, also jetzt, warte. So, ich werde jetzt erst. Macht einfach, was ihr wollt, Leute. Soll Flauschi zu Candy gehen? Mir ist das gerade hier echt zu viel. Hey, warte mal, das habe ich ja gar nicht gesehen. Hat hier Master Galaxy nochmal 10 Subs rausgegiftet? Das habe ich gar nicht gesehen, danke. Nochmal Kuss geht raus, Alter. Digga, dicke Ehre. Und Vlogs nochmal 23 Euro. Habe ich das gerade verpasst alles? Habe ich das gerade hier alles verpasst, Leute? Brauch sie so sehr. Will doch nur ein bisschen flexen, Mann. Hört mal so näher. Hier wird der Lavagraben hinkommen. Alter, sollen die doch machen, was sie wollen. Soll Flauschi doch bei Candy seiner Noob Rainbow Krieger Loser Verein mitmachen. Max ist eine Schmalspur und ich auch. Ich bin verwirrt. Hol dir Amir. Ja, wir haben Amir. Wir haben Amir, alles gut. Flauschi brauchen wir gar nicht. Soll die zu Candy gehen. Amir und Crymax, das beste Bauteam. Guck mal, hier kommt ein Lavagraben dann rein. Das wird gut. Du bist besser als Candy. Safe, Leute. Oder Stani. Aber ich glaube, Stani zockt kein Minecraft mehr, Leute. Wo ist die Fliege hin? So. Ey, Julian Schulz, 6 Euro, Dankeschön. Und Samkratz 80, auch 6 Euro. Hi, bin ein großer Fan. Vielen Dank dafür. Kuss. Und Julian Schulz, auch 6 Euro. Bock auf ein Battle Royale bei Minecraft. Also jetzt, wo es Waffen gibt. Hä? Ein Battle Royale? Das ist eigentlich eine krasse Idee. Julian Schulz, könnte man echt mal machen. Dankeschön. Kuss. Oh. Ey, Leute, ey, heute tappe ich irgendwie die ganze Zeit aus dem Spiel raus. Ich weiß nicht warum. Bin heute irgendwie lost unterwegs. Ich hab's geschafft, Mann. Ich muss nie mehr U-Bahn fahren. Alter, F-Roy, 42 Monate Mitglied. Crazy. 42 Monate, Leute. Das ist viel. Das ist verdammt viel. Wie viel ist das in Jahren? 42? 42 durch 12? Sind irgendwas mit über drei Jahre. Irgendwas über 3 Jahre schon. Heftig. Danke für den Support, Bratan. Zack. Oh mein Gott, hier ist eine Höhle. Für ein Leben wie ein GTA. Leute, wer hört ab und zu noch den GTA-Live-Song, Leute? Wer hört den Song ab und zu noch auf Spotify oder Amazon? Ich höre den, Leute, jetzt Real Talk, ich höre den Song manchmal beim Autofahren. Weil ich den einfach so chillig finde. So schön bei gutem Wetter, Cabrio auf, bisschen GTA live. Bester Song, Leute. Wo sind die Paulberger denn jetzt hin, Leute? Dafür gehe ich in Rente mit 30. Du weißt, du lebst nur einmal.
mal sag mir, wann du's checkst. Spring vom Bett in den Lambo und vom Lambo ins Bett. Der Tag beginnt, nachdem ich 9 Stunden. So, hier wird der Lavagraben drumrum kommen. Ich hab gelernt, ich muss in schweren Tagen stark bleiben. Manchmal wird es eng, so wie auf Draht sein. Jetzt geh ich zu Mama und sag, du musst nicht mehr arbeiten. Benny Sohn ist täglich zu sehen auf der YouTube-Startseite. Was? Hallo? Moin. Hast du das im Chat gerade gelesen von Candy? Ja. Dafür würde ich immer eine auswischen. Ja, aber wo ist der denn? Der hat Angst. Da vorne, der baut deine Burg ab. Hä? Was? Der baut meine Burg ab? Ey, was? Wir bauen jetzt einen Eingang einmal, ich helfe ihm. Was machst du? Ey, du hast das hier voll abgebaut. Was? Ich hab den Eingang gebaut. Ich baue das hier schon seit einer halben Stunde. Halbe Stunde? Das wird mich jetzt ärgern an einer Stelle. Naja, hau rein. Ja, alles gut. Ja, ich hab schon ein halbes Herz verloren. Oh mein Gott, okay, jetzt habe ich tatsächlich ein bisschen mehr verloren. Ah, ich bin fast down. Alter, zieh Leine, Junge. Alter. Werfer sind verboten in der Stadt. Nein, das ist ein Kriegsgebiet hier. Achso, ja, wenn das so ist. Achso, Kui, wenn das so ist, klar. Ausweichen. Okay, Taktik. Wenn das so ist, dann los, komm, trau dich. Okay, ich bin runtergefallen. Ah, warte, du willst ja nicht deine eigene Base zerstören. So, dann stelle ich mich mal jetzt hier hin. Flauschi. Das traut er sich nicht. Ja. Hast du ein bisschen Pistolenmunition? Ja, bitte. Hä, Flauschi? Ja. Ich werde euch beide erledigen, weil du ihm hilfst. Warum? Was soll ich denn? Ich bin Freund, da hilft man sich halt. Alter, jetzt raus aus meiner Burg, Junge. Ey, ich will hier einfach nur die Netherite Guards Burg bauen. Er weiß, dass er keine Chance hat, sobald die Burg fertig ist. Komm runter, wenn du dich traust. Komm runter. Oh mein Gott, au! Okay, stopp, ein Herz, ich ergebe mich. Voll weggepusht. Ich ergebe mich. Machst du sowieso nicht. Mach ich auch nicht, weil du bist eine Schmalspur. Alter, Leute, ich lass mich hier nicht von Candy Schmalspur nennen. Schon das zweite Mal. Es gibt nur einen Weg, wie wir das regeln können, Candy. Wie denn? Wie echte Männer bei einer Runde Uno. Ja. Ey, auf, bitte, okay, ich verstehe. Stopp! Nicht hier unten, bitte! Ich hör auf. Ja, dann zieh Leine jetzt hier aus meiner Burg. Bro, wir sind irgendwo unter der Erde, es reicht! Lass mich in Ruhe! Ich hasse die Netherite Guards! Hey, du hast. Bau dir eine neue Stadt auf, du hast deine Stadt verloren. Bau dir einfach was Neues auf, gib's auf. Und du weißt, du bist selbst schuld. Du bist selbst schuld, weißt du warum? Weil du mich nicht in deine Stadt gelassen hast. Weißt du nicht mehr? Ich hab dich gefragt, ob ich ein Grundstück bekomme. Du? Nein. Hättest du easy bekommen, natürlich. Ja, jetzt ist es zu spät. Max, wir waren wie dick und dünn. Wir waren wie keine Ahnung, wie man das sagt. Wir waren dick richtig... Dick und doof eher. Ja, genau. Sorry. Aber du bist beides. Hey. Was? Oh Mann, ey. Candy ist einfach schon dick und doof alleine, der braucht keinen Partner. Komm. Ich geh raus. Komm, Flauschi, wir bauen die Burg weiter. Kürzerer Weg. Hä? Hier ist ein kürzerer Weg nach oben. Ich geh da mal weg. Ach, ihr baut euch einfach straight hoch? Leute, ja. 100.000. Dankeschön. Es ist unglaublich. Wir sind 100.000. Es gibt nur einen Weg, das zu regeln. Bei einer Runde UNO. Wie echte Männer das regeln. Ey, Bro, Alter. Hey, was geht? Okay, ich geh da mal, ja. Ich bin jetzt auf dem Weg. Alter, meine Burg ist schon wieder halb kaputt. Ey, Flauschi, rede nicht mit mir. Du bist die ganze Zeit auf Max seiner Seite. Ich bezahle sie nur, mir bei der Burg zu helfen. Du würdest auch hier Max, was bauen. Max, du redest nicht, falls ich bezahle sie nur, bei meiner Burg zu helfen. Ja, das stimmt. Du würdest auch das Geld annehmen. Okay, aber bei deiner Mitgliedschaft. Aber bei der Burg helfen heißt nicht mich angreifen, oder? Nein. Okay, na gut. Hier habt ihr eure Blöcke wieder. Viel Spaß beim Bau eurer... Also Flauschi, korrekt, dass du dabei bist, wenn ich von meiner eigenen Insel geworfen werde. Das finde ich sehr, sehr nett von dir. Teddy, ich helfe beim Bauen. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns, ja? Ja, dann bau zieh jetzt mal endlich Leine. Lass uns hier mal reden. Ja,
So. Ey, der will einfach nicht weggehen. Wenn der Besitzer der Insel sagt, das ist... Ich bin der Besitzer der Insel. Nein, du, dir gehört die Insel nicht mehr. Hast du doch selber gebaut. Was hat mir den Vertrag gezeigt? Du hast die Stadt verloren, Candy. Ja, muss man da hin. Leute, wir belauschen also, jetzt. Wir belauschen jetzt. Kann ich dir helfen bei deiner neuen Insel? Oh, Flauschi ist käuflich. Hallo? Hallo? Candy? Candy? Hallo? Candy? 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 Ich glaube, er geht endlich. Endlich geht er. Candy kann nichts. Candy? 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 Candy, ich glaube, er wird Candy, endlich wegfliegen jetzt. Candy bleib stehen, 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 Candy bleib stehen. Hey, nicht mein Flugzeug, lass das. Candy, geh weg. Candy, hau ich ab. Ich bin auf dem Weg, ich gehe bereits, ja. Sehr gut. So, ich drehe hier einmal. Ciao. Tschüss. Tschüss. So, ja, das ist, weil du eingestiegen bist. Hau rein, ja. Nehme ich das nächste. Das war jetzt aber Flauschi. Ey, jetzt ist auch noch Flugzeug. Jetzt ist auch noch abgestürzt, Alter. Das war Flauschis Flugzeug jetzt erstmal. Nehmen wir das nächste. Vielleicht kriegen wir das in die Luft. Ey, lass mein Flugzeug in Ruhe. Nehmen wir das hier einfach mal. Ah, das ist nicht meins. Okay, alles gut. Ah, das ist ordentlich kaputt. Feier ich. Finde ich gut. Nehmen wir das Leute, hier. Komm. Candy geht endlich. Sehr gut. Flauschi, aussteigen. Nein. Du sollst Max helfen. Willst du jetzt deine Aufgabe nicht erfüllen? Noch habe ich gerade Bezahlung bekommen. Flausch, die aussteigen. Nein. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Gut, dann nehmen wir das dritte Flugzeug. Ich bin gleich weg, Max. Ich nehme mal eben das dritte Flugzeug. Warum schrottest du denn alle Flugzeuge jetzt Weil hier? Weil Flausch immer ein- und aussteigt und wir dadurch gebremst werden. Nein. Ich glaube, du kannst einfach nur nicht fliegen. Kann das sein? Ist so. Komm, wie krass das aussieht, wenn man hier ankommt, erstmal dieses große Netherite Guards Auge. Das ist einfach die Netherite Guards City hier. Das war nicht hässlich. Ey. Digga, Candy, warum bist du eigentlich so schlecht? Candy, was läuft da denn jetzt? Ey, keiner weiß, was mit dem los ist. Oh, man hört mich die ganze Zeit gar nicht. Ja, ich muss nur kurz was holen, sorry. Ich bin ja Pro-Pilot, das war alles geplant. Ah, okay. Pro-Pilot. Kannst du jetzt bitte meine Stadt verlassen? Ja, ich bin auf dem Weg. Candy, Mann, ey. Ich komm mit dir, Candy. Nee, weiß ich nicht. Oh. Ja, nimm Flauschi auch mit. Candy, warte. Sie haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben Candy seine Stadt abgenommen. Sehr gut. Alexander Xani, Ehrenmann. Paul Berger und Jesse. Ich hoffe, du hast eine schöne Woche gehabt. Ey, Woche war sehr schön. Dankeschön. Ich hoffe, deine auch, Paul Berger und Jesse. Das Auge hat Amir gebaut. Oh, gut zu wissen, Leute. Gut zu wissen. Amir, unser Netherite Guards Bruder, ist wohl noch am Start, Leute. Wir müssen jetzt hier aber mal eine Kiste. Ah, da ist eine Kiste. Sehr gut. Okay, wir müssen nämlich hier mal ein bisschen Sachen reinmachen, damit wir mehr Platz im Inventar haben. So, das ist ja alles so unnötige Sachen hier. Brauchen wir doch nicht. So, unsere Autoschlüssel behalten wir besser. Die sollte man nicht weggeben, Autoschlüssel, Leute. So, das brauchen wir auch nicht. Zack, zack, zack. Jetzt haben wir schön viel Platz im Inventar. Und jetzt können wir nämlich endlich die Netherite Guardsburg weiterbauen. Haha. Aber Candy hat hier schon ein bisschen kaputt gemacht. Aber egal, wir reparieren das einfach schnell wieder. Zack, zack. Zack, zack, zack. Boah, das werden so große Mauern hier. Das werden hier so große Mauern werden. Wir können ja... Oh, Leute, wisst ihr was? Wir können ja auch Lava an den Wänden runterlaufen lassen. Oh, das wäre natürlich auch krass. Das wäre natürlich auch krass. Ich
Oh. Hey, Mann. Junge, warum geht das nicht? Das ist irgendwie so schwer, hier mit so schwarzem Beton zu bauen. Da sieht man so gefühlt gar nichts. Weil das Licht so geschluckt wird. Aber Leute, wo ist Candy jetzt hin? Schreibt das mal in den Chat. Wo ist der? Was hat der vor? Nicht, dass der jetzt hier was plant hier, Leute, und uns heimlich hier stürzen will. Vielleicht müssen wir den mal beobachten. Aber ich werde den mal heimlich beobachten jetzt gleich. Ich vertraue dem nicht. Ich sage euch ehrlich, ich vertraue Candy nicht. Vertraue dem Jungen nicht. Candy wird sich aufbauen und zurückkommen. Ja, das glaube ich. Das hat er vor. Also das will er machen, aber das wird er nicht schaffen, Leute. Ich glaube, das wird hier bald eine richtig große Schlacht geben. Das wird hier bald eine richtig große Schlacht geben. Wenn ich hier noch Armier dann im Team habe, dann werden wir nämlich hier die Burg verteidigen und Candy wird versuchen, uns anzugreifen. Ich glaube, das wird echt cool werden. King Alex, Ehrenmann, Dankeschön. Kuss, Kuss, Kuss. So. Wir brauchen auf jeden Fall neue Munition, Leute. Wir haben kaum noch Muni. Blitzy, seit 20 Monaten da auch dabei. Alter. Ey, Leute, das ist echt krass, wie viele Ehrensupporter hier sind. Candy geht ganz weit. Chicken. Ist er bei der Chicken Farm? Like-Hype. Leute, wir sind hier gerade bei 4300 Likes. Ich bin hier leider am neuen PC. Ich habe diese Like-Hype-Animation nicht. Aber, Freunde, wir können natürlich trotzdem einen Like-Hype mal zusammen machen. Das ist eigentlich eine gute Idee, Freunde. Ganz allein. So. Leute, es wird Zeit für einen Hashtag Like-Hype. Jetzt alle das Like-Hype-Emote in den Chat rein spammen und ein Like da lassen in 3, 2, 1. Leute, jetzt alle push den Stream raus. Wir sind gerade bei 4500 Likes. Push den Stream raus, Leute. Alle jetzt liken, abonnieren und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen, Leute. Let's go! Oh mein Gott, ich muss unbedingt diese Like-Hype-Animation mal wieder einbauen. Das ist ein Diamantenvorkommen. Ist hier der Waffenhändler? Holz? Einrichtung? Ich glaube, hier gibt es keinen Waffenhändler, Leute. Das heißt, wir müssen erst in die Stadt fliegen, zum Schwarzmarkt. Und wir sollten auf jeden Fall auch ein bisschen Geld verdienen. Oder ist hier der Schwarzmarkt? Warte mal, hier geht's runter. Ah, es gibt hier doch einen Schwarzmarkt. So. Okay, wir haben wieder 4 Stacks Munition. Wir sind ausgerüstet. Wisst ihr was? Ich schnapp mir jetzt auch mal die Sniper. Wir werden jetzt auf Mission gehen. Wir werden jetzt auf eine Mission gehen und Candy ausspionieren. Wisst ihr aber, ihr müsst mir mal kurz schreiben, wo Candy ist, Leute. Sonst kann ich ihn nicht ausspionieren. Oh, wow. Candy hat ein Portal gefunden. Ich steige jetzt ins Flugzeug. Flieg erstmal zurück in die Stadt. Hol mir meine Sniper. Und dann werden wir Candy richtig aufs nehmen. Er geht zur Stadt. Hä? Wie jetzt? Jeder schreibt was anderes. Er geht zur Stadt. Oh, dann müssen wir auch zurück zur Stadt. Brauchen unsere Sniper, Leute. Ich hoffe, ein Flugzeug hier geht noch. Der hat ja alle geschrottet, der Bummi. Kraftstoff, alles aber voll. Max, hä, was will er denn? Wir haben einen gemeinsamen Gegner. Wen? Hä, der einzige Gegner, den ich kenne, ist Candy. Den Enderdrachen. Oh, oha, true. Sollen wir den Enderdrachen machen? Sollen wir den Enderdrachen wegmachen? Lass in der Stadt treffen. Ja, komm, bitte. Warte mal, Leute. Den Enderdrachen. Yo. Max? Ja?
wollen wir vielleicht den Enderdrachen erledigen. Boah, das wäre eigentlich eine krasse Idee. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen was dafür machen, ne? Dann nenne ich meinen Stream jetzt um, das Finale oder irgendwie so. Ja, ja, habe ich Bock drauf. Ja gut, wir brauchen halt Enderperlen. Boah, geil. Crazy. Geil, feier ich, ja? Wir werden heute den Enderdrachen wachen, Leute. Mit Waffen. Finde ich cool. Und Enderperlen kriegen wir ja im Nether. Ja, dann lass mal in der Stadt treffen und für die Zeit, in der wir den Enderdrachen erledigen, einen Waffenstillstand besprechen. Aber danach geht's weiter. Ich will nicht meine Insel wieder haben. Ich habe sie doch erst neu aufgebaut. Ja, deine Insel wirst du nie wieder kriegen. Na klar. Kaffef, 29 Monate Ehrenmann. Alter, Kuss. Ehrenbruder. So Ehrenbruder sogar. Was ist das denn? Bin ich mal so alt? Wie lange Bro, ich hatte neulich einen hier, also gerade eben auch einen mit 42 Monaten. Was? Und ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht mehr, wer den Rekord hat. Cartoon Guy oder so. Glaube ich irgendwie sogar mit. Ich glaube Cartoon Guy sogar mit 5 Jahren oder so. Also komplett geisteskrank. Was? Ja, ja. Ist ja komplett krass. Digga, checkt ihr das, dass hier Leute sind einfach schon 5-mal länger Mitglied, als Candy überhaupt seinen Kanal hat? So ein Ding ist das. Das stimmt tatsächlich. Ey, ich hab mich verlaufen. Dann habe ich mich auch verlaufen. Whitecraft, oh, der ist auch schon vor lange dabei. Danke für einen Monat. Ja, das längste sind 6 Monate, glaube ich. Oh mein Gott. Ey, aber Leute, geil. Dann haben wir jetzt heute eine Mission. Wir werden den Enderdrachen machen. Warte mal. Was ist das denn jetzt? Alpha Stahl. Alpha Clan? Hallo? Der Alpha Clan ist auch da. Was, du erfindet uns? Nein, tust du nicht! Eure Häuser brennen! Schnell zurück zur Stadt, Leute! In die Stadt! Er hat es ausgenutzt, dass wir nicht da waren! Er hat unseren Krieg ausgenutzt und die sich gegen uns verbündet! Alpha Stein, das wirst du bezahlen! Oh, da unten ist die Chicken Farm, Leute. Da müssen wir eigentlich nochmal zwischenlanden, ein bisschen Chicken holen. Also, ich bin im Gegensatz zu Candy auch gleich schon da. Nadine, danke. Ich bin absolut nicht da. Ja, ich weiß, weil du hast dich verlaufen. Cool, 3 Monate. Cherry Lady, 2 Monate. Kuss. Ist es der Cherry Lady von GTA? Na klar, das war der Mod, den du rausgeworfen Rain hast. Rain HD. Ja, da kann ich ja nichts dafür, dass er ein schlechter Mod ist. Der macht bei mir genauso wenig. Ja. So. Kann ich ja nichts dafür, dass er ein schlechter Mod ist. Aber er hat jetzt einen blauen Namen, wenn er schreibt. Und das mag er anscheinend. Aber er ist natürlich GTA-Veteran. Das muss man ihm lassen. Er ist lange bei GTA dabei. Aber im Chat checkt er nichts. Bro, Rain, Digga, er war so ein Mod. Ich wurde im Chat, jemand hat mich so übelst mies beleidigt und direkt darunter schreibt er irgendwie sowas so, lass mal wieder GTA spielen und pinnt dann seine Nachricht an, statt die Beleidigung auszublenden. Geil. Monkey, 2 Monate, Kuss. Digga, kann so, sein, dass wir jetzt in der Stadt. Kann sein, dass du wieder alle Chickens abgeschlachtet hast bei meiner Chicken Farm, Bro. Nee, das war Vibes Papa. Hä, warum? Mit einer Bazooka. Mit einer Bazooka. Sieht jetzt hier ganz anders aus, meine Chicken Farm. Die funktioniert jetzt auch nicht mehr so gut. Bro, ich habe 1 Million Karotten, also. Hallo, was macht ihr alles heute? Wir werden heute den Enderdrachen besiegen! Ja! Wir machen den Enderdrachen platt! Ja! Gemeinsam! Ja! Ich werde auf jeden Fall alle meine Waffen mitnehmen und die dann richtig wegsnipen direkt. Aber was sollen wir am End? Also. Ich habe keine Sniper, dann gebe aber niemals viel Spaß auf. Dir. Viel Spaß, Max. Nein. Aber End bringt uns ja nichts. Elytra funktioniert noch nicht. Ja, aber da sind Rüstungsteile, Dias, alles, ne? Du hast eine Netherite-Rüstung. Also in diese End-Cities muss ich nicht gehen. Ich brauche keine Elytra. Die funktionieren ja eh nicht. Ach so, ja. Ja, wir haben Flugzeuge, Leute. Wer braucht Elytra, wenn man Flugzeuge hat? Aber Flauschi, bevor wir jetzt anfangen, musst du Looting jetzt holen bei den Villagern. Looting 3 oder so. Oh, das dauert ewig. Warum dann Looting? Hä? Weil wir Enderaugen besorgen müssen. Ja, aber so viel brauchen wir doch gar nicht, wenn wir jetzt alle kurz ins Ding gehen. Doch, wir wissen ja nicht, wo das ist. Nee, lass mal mit Looting machen, glaub mir. Das macht viel mehr Sinn. Dann haben wir es auch auf dem Schwert. Ja, okay. Flauschi, geh mal zu deinen Villagern. Ich besorge Munition und schau dir dann zu. Ja, kannst du mir auch Munition mitbringen? Ja. Wie viel Geld hast du, Max? Ich hol meine Sniper und mach nichts. Ich hab 3k nur. 3k. Und im Real Life? Achso, ich dachte, das wäre Real Life.
Jo, wie random. Nee. Also ich habe 87.000 gerade. Was? Nein. Ja, ich hab mein ganzes Lager verkauft, bevor ich zur neuen Stadt bin. Ich hab Bro, alles verkauft. Was? Wie viel Geld hast du denn? 87.000. Warum bist du denn so reich, Alter? Hey, er kennt dich sehr überreich. Leider wurde das GTA-Event abgesagt. Das hatten wir gestern gemacht, das GTA-Event, statt vorgestern, weil leider technische Probleme, Leute. Aber, aber Max hatte technische Probleme, ja. Muss man dazu sagen. Das war echt ein bisschen Katastrophe, Leute. Aber gestern war das dann auf Paul Berger EP, also vielleicht habt ihr es ja mitbekommen. Das war krass schon cool, gewesen. War schon cool gewesen. Ja. Könnt ihr mal reinschreiben, ob ihr dabei wart. Bro, Max, wir können das Event ja heute sogar nochmal live machen einmal. Ja, lass das. Ja, stimmt, gute Idee. Ja, aber erster Enderdrache, das dauert jetzt ein bisschen. Ja. Wir besiegen heute den Enderdrachen. Aber Enderdrache ohne Pistole oder nein? Wir werden dich besiegen! Enderdrache, du wirst fertig gemacht! Mach den Effekt nicht nochmal. Besiegen! Mann, nimm den Job an! Flauschi, man schreit keine Villager an. Doch. Warte, dann bring ich jetzt mal XP-Flaschen ey, mit. Ey, nein! Leute, wir brauchen doch auch diese Blaze Rods für die Enderaugen. Ja. Ja. Ach, das brauchen wir auch noch. Ich war hier bei Minecraft Stadt so gut wie gar nicht im Nether, ey. Ich weiß hier gar nicht, wo hier überhaupt irgendwas ist. Wollen wir zusammen schon die Blaze Rods suchen? Ja. Ich will auch mit. Flauschi, du musst dich um Looting kümmern. Aber wir können ja noch gar nicht. Wir müssen aber erst Looting haben. Aber ihr müsst Looting abwarten. Ja. Dann musst du einmal... Warte noch kurz. Ich bin schon dabei. Kann auch lange dauern. Also. Ich denke, den Enderdrachen mit unseren Waffen, den werden wir so schnell... Der wird so schnell weg sein. Mit Bazooka, Sniper, alles, ne? Der. Der nimmt so langsam nur seinen Job an. Wieso kann man eigentlich Sniper Moon kaufen? Oh, ich glaube gar nicht. Kannst du nicht kaufen. Ich habe kaum noch Schuss. Ja, das kriegt man immer nur ab und zu, wenn der Server-Admin mal korrekt ist und ja. Alter, schade. Oh Mann, ey, ich will die... Wie viel Munition hast du denn? Ja, da sind nur 3 Schuss noch drin. Hast du mit meiner Munition gemacht? Hast du viel Sniper geschossen? Ich hatte nie Sniper-Munition. Vielleicht habe ich die ja noch. Ah nee, warte, Advanced Bullet. Doch, ich hab alles, alles gut. Ah, okay. Genies. So. Ich mach das aus Langeweile. Melanie, willkommen in der Candy Army, die besser ist als die iCrimex Army. Aber nicht so cool wie die Flauschi-Army. Jetzt hat sie uns outplayed. Und Smiley ein Monat. Flauschi, beeil dich doch mal. Max, weißt du was? Ja. Heute kommt mein allererster Song raus. Was? Oh mein Gott, um wie viel Uhr? Ich werde live drauf reagieren. Ich muss erst mal umrechnen, wegen der Zeitumstellung. 13 Uhr. Also in Deutschland 13 Uhr. Okay, ja. Ich werde live drauf reagieren im Stream. Wow. 13 Uhr, bist du dann noch live, ne? Ja, dann werde ich wahrscheinlich noch auf Kick live sein. Also in 2,5 Stunden. Und meiner kommt um 13.30 Uhr. Ist ein Roblox-Song. Ein Roblox-Song? Der offizielle Roblox-Song. Da werde ich nicht drauf reagieren. Hör dir den auf Paul Berger an, das macht doch sogar Sinn. Ja. Aber es ist halt zu kurz, ein kleiner Song nur. Also Leute, heute wird noch richtig viel gestreamt. Es wird noch übernice. Wir machen später noch Uno. Wir machen noch... Pummelparty müssen wir mal spielen, das kannst du dir direkt mal runterladen. Pummelparty. Das ist ein schlechtes Spiel. Das sind so viele Minigames, das ist... Ich weiß, ich kenne Pummelparty, aber weiß nicht. Das ist Mario Party einfach in schlecht. Doch, das ist gut. Deine Meinung zu Linkin Park, wow, da kommt die Frage. Ja, krass auf jeden Fall. Linkin Park war krass. Ah, das ist ja schon so lange her. Das ist echt schon lange her. So gefühlt 15 Jahre oder so. Überleg mal, vor 15 Jahren war ich 4. Ja, sollen wir jetzt, aber Flausch, wie lange brauchst du? Ich weiß nicht. Ja, dann, Kenny, dann lass uns doch schon mal gucken, ob wir da was finden überhaupt. Flausch, du musst jetzt einfach das mal richtig machen. Ich werde jetzt schon mal auf Also du könntest nebenher noch einen zweiten machen. Such mal eine Bastion und ich besorge jetzt Looting dann. Ich bring dann das Buch und Amboss. Welches Nether-Portal gehen wir ins Nether rein? Das Haupt, oder? Das da. Bei mir. Das hinterm Casino, das da.
Nee, bei mir oben im Haus ist eins. Unter meinem Lager ist ein Portal. Oben im Rainbow Tower. Du hast denn da so ein Nether-Portal? Ja, das ist ziemlich besser. Bist du mich höher gespawnt. Standard Knacks, danke für deine Mitgliedschaft. Boah, der ist bei mir auch Mitglied, der Standard Knacks. Wow. Bea, was mit Bea? Bea ist nämlich jetzt ein Fandy geworden. Fandy. Bea, so schlecht. Mann, Flauschi, mach doch jetzt mal. Fandy, du kannst nicht mehr einen zweiten machen. Hab ich doch gerade schon gesagt. Du musst hier nur einen reinschieben. Nee, warte, ich mach das jetzt hier und du machst den Nein. zweiten. Nein. Flauschi, du weißt doch, wie es geht. Kenny, wie alt bist du eigentlich? Das sage ich nicht. Raimund Rodriguez, danke. Willkommen. Er sagt's nicht, ich sag Leute. Nicht, wie alt ich bin. Jemand im Chat hat geschrieben, du bist 19. Hä? Nein, bin ich nicht. Was sagt denn sowas? Warum sagen die das dann? Nein, bin ich nicht. Standard-Knacks, willkommen in der Candy-Arme. Hast du kein Wasser mehr in deinem Pool oben? Doch, wieso? Wann kommt da nichts raus, wenn ich da reinschieß? Hör doch auf, schieß doch da nicht rein. Ja, wie soll ich denn schnellen Wasser aufzukommen? Fahrstuhl. Bro, wie soll ich denn sonst hochkommen? Ja, weiß ich doch nicht. Die ganze Zeit war der kaputt, dein Fahrstuhl. Der ist schon seit Ewigkeiten repariert. Flauschi, kannst du jetzt bitte, ich mach das hier, sonst dauert das doch viel länger. Flauschi sabotiert die ganze Sache. Du weißt doch genauso gut, wie das hier funktioniert. Nein, du mit mir gebaut. Gar nicht. Oh, warte mal, ich hab hier gerade Lags, mein Stream laggt. Oh, Leute, warte mal. Oh, oh. Hä, was soll das denn jetzt hier? Oh, oh. Er ist 19. Hast du Eisen? Ich hab Eisen. Ach, ich geh einfach mit den Laserpulten da. Leute, warum habe ich gerade, Leute, geht bei euch, der Stream ist laggt, unnormal. Ey, was ist das denn jetzt hier? Nein, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut, Leute. Wartet kurz, tut mir leid für die Lags. Hey, jetzt geht's wieder. Hä? Wie random, Leute, was war das gerade für ein random Lag? Jetzt geht's wieder. Oder? Jetzt sollte es wieder gehen. Sorry, Leute. Kurz hier Internet ein bisschen Trouble gemacht. Bei mir nicht. Okay. Scheint wieder zu gehen alles. Ich hoffe, es bleibt dabei. Nee, ich hab das bei mir auch im OBS gesehen. Also das lag tatsächlich an mir. Das lag tatsächlich an mir, Leute. So. Oh mein Gott. Okay, Freunde, ich mach mal ein bisschen den Mitglieder-Chat an, damit ich den Chat mehr lesen kann. Mitglieder, zack, damit ich hier mal schauen kann, ob das alles jetzt vernünftig funktioniert hier. Oh mein Gott. Muss ich mal warten, bis er den Job nimmt, oder was? Okay. Ja. Oh Mann, ey. Ich hatte gerade einfach random irgendwie ein bisschen Internet-Lags hier gehabt, schade. Aber alles gut. Oha. Läuft wieder. Läuft doch wieder alles. Brauchst du Hilfe? Soll ich deine Rechnung zahlen? Ja. Leute, Kenny muss meine Rechnung zahlen. Die Internetrechnung war zu teuer diesen Monat. Bitte hilf mir. Ich mach das auch mit Herz. Bitte hilf mir, Candy. Na klar, helfe ich dir. Dankeschön. Wenn ich meine Insel wiederbekomme. Nein. Hm. Lieber bin ich offline, aber hab dafür deine Insel. Macht so gar keinen Sinn. Bro, wo ist dieses Portal? Hä, in meinem Haus, mach die Augen auf. Ich bin in deinem... Unter meinem Lager. Ich bin in deiner Schimmel-Penthouse-Wohnung hier. Unter meinem Lager. Da, wo der Sand ist? Hä? Ja. Hä, mach doch, da ist so ein Portal. Oh, bin ich doof? Ich sehe das nicht. Ich guck jetzt in deinen Stream gleich rein, warte. Noch einmal hier ganz ach, kurz. Ach doch, da, aber wie kommt man da hin? Hä? Ach, hier ist eine Treppe da hinten, die runterführt. Okay, nevermind. Ich hab's, alles ey, gut. Bro. Alles ist gut, beruhig dich. Ey, Kelly, danke für 1 Euro. Ey, Joel, bitte Salomon, danke schön. Reinhard, ey, aber, danke. Ey, Bro, aber Rain HD ist, muss man dazu sagen, ist seit 28 Monaten bei mir Mitglied, sehe ich was? Hier gerade. Was? Alter, okay, Rain, seit wann so ein Ehrenmann? Und Jerry ist der jetzt auch nicht der Älteste, also der hat echt, der ist ja wirklich, da war er ganz jung. Also ist ja schon mit bei dir gewesen. Krass, wie alt ist Jerry, weiß man das? Boah, würde ich das schätzen? Also er ist jetzt seit 3 Jahren Mitglied. Ich würde schätzen, er ist so 14 oder so. Alter, okay, krass. Hast du der Ehrensupporter? Nils zockt auch schon seit 11 Monaten. Crazy. Crazy, crazy, crazy. Okay, warte mal, ich mache mal wieder Musik an. Okay, ich bin jetzt Jelly, im Nether. Wie alt bist du? Schreib in Chat. Ich gucke jetzt hier schon mal. Leute, heute wird der Enderdrache gemacht, der alte Paul Berger. Wir bereiten uns jetzt komplett drauf vor. Wir müssen uns hier die Koordinaten merken. 12. Leute, merkt euch das mal. Hast du schon Candy? Nein, du? Nein. Du hast doch 3 gleichzeitig minus 200. Sogar. Ja, aber was hast du nicht? Schwungkraft.
Lava gewachst. Wir haben hier komische Verzauberungen drin. Flauschi, wollen wir vielleicht mal einen Real-Life-Stream machen, wo du noch hier bist? Nee. Oh, nein, ich habe einen Villager geschlagen, aus Versehen. Musikstream wollte ich auch mal machen. Wie ich so Musik mache einfach. Ich glaube, das will keiner hören ohne Autotune, Candy. Das wäre ja mit Autotune. Das wäre ja mit. Ich glaube auch nicht, dass das jemand hören will. Ich kenne mich, aber ich doch, war das hier, ist eine gute Idee. Ich war hier einfach noch so gar nicht im Nether gewesen. Ich kenne mich hier gar nicht aus. Wir haben dir dein Netherite geschenkt, ne? Ja, ja. Ich weiß hier gar nicht, wo irgendwie so eine Bastion oder sowas ist. Wir waren schon mal in einer, Candy. Ja, aber dann wisst ihr doch, wo wir Blaze Rods herkriegen. Ja. Aber wir brauchen trotzdem Looting. Warum muss ich das dann suchen? Hat doch keiner gesagt, oder? Hä? Ich habe gerade 5-mal gesagt, ich gehe das schon mal suchen. Und niemand sagt das. Such das mal. Hä? Ich weiß ja die Koordinaten nicht mehr, deswegen such das halt wirklich mal. Oh. Ja, Mann, wir kriegen kein Looting. Warte, hier hat sich jemand drüber gebaut. Ich glaube, das könnte echt in diese Richtung sein. Auf der YouTube-Insel macht mich keiner Plan platt. Plan. Ich bin ein kleiner Mann, doch stark wie ein Hundeltmann. Der Turan-Song. Also Turan hat original 10 Minuten den Song aufgenommen. Das war eigentlich One-Take. Einfach Turan, musikalisches Talent. A Wife kam die ganze Zeit und hat gedrängelt und meinte, ja, komm. Und dann hat es einmal aufgenommen. Bro, ich sterbe. Hä? Als ob, warum? Bist du down? Nein. Ich hoffe, er geht down. Dann laufe ich hin, ich werde deine Sachen nehmen und dann habe ich die Insel wieder. Fallen eh in die Lava dann. Oh, gerade so gerettet. Bro, ich bin hier einfach in so einen riesigen Lavasee reingechumpt. Nein! Oh cool. Mein Gott. Was? Oh mein Gott, Leute, das war knapp. Das war ein ganz knappes Ding. Lightweight. Ich google jetzt mal, was das für Sachen sind. Leute, lasst am besten auch mal, Joel, danke schön nochmal für 5 Euro. Moin. Was geht? Ach, mit diesen Schweinchen tauschen im Nether, die können auch Enderperlen droppen. Okay. Kommt diese Lightweight Enchanted? Und Feuerschutztränke. Und dann kommen wir mit den Feuerschutztränken zu den Blaze Rods. Enchanted Book. Da, wir sind eh so krass mit unserer Rüstung. Also, die machen schon viel Schaden. Gerade Feuer. Alter, Leute, ich dachte gerade echt, ich sterbe hier. Könnt ihr auf zu googeln? Wir müssen jetzt Looting suchen. Ja, ich will nur gucken, was das ist. Lightweight. Das ist von irgendeiner Mod. Ja, aber von welcher? Das überhaupt nicht. Keine Ahnung. Ja, vielleicht ist es sehr gut. Der Server laggt. Ja, schön. Leute, ich muss das gerade googeln. Weil es könnte vielleicht krass sein. Aber ich weiß nicht, wo das herkommt. Ja, keine Ahnung, dann skipp ich das. Flauschi, wie lange brauchst du eigentlich? Candy, wie lange brauchst du eigentlich? Es dauert halt lange. Du hast drei Villager und ich einen. Ja. Mensch, Flauschi. Looting ist richtig selten übrigens. Nee. Doch. Ist überhaupt nicht selten, was redest du? Und sag mal die Prozentzahl. 15. Nein. Doch. 85. Auch nicht. Leute, jetzt hört auf mit diesem M plus F hier wieder. Das ist mir total peinlich vor Flauschi. Hört auf mit dem M plus F. Boah, so Musikstream wäre, glaube ich, echt mal stark. Nee. Ein Kochstream wäre auch cool. Das ist cool. Oh ja, da hätte ich Lust drauf. Kochstream ist cool, ja. Schön im Löffel spiegeln und geleakt werden, geil. Ich hab deine Candy Story schon gesehen. Ich muss die ganze Zeit hier kochen. Bro, man weiß doch eh schon, wie du aussiehst. Wie gesagt, ich habe eine Story gemacht auf Instagram. Und da musste Flauschi immer kochen, ja, das stimmt. Ich muss immer kochen hier. Warte, ich werde mal mein Insta linken. Ich habe noch nie Instagram irgendwie. Ich verstehe auch gar nicht, wie die alle mein Insta gefunden haben. Aber Kenny, kann ich denn wenigstens gut kochen? Was lecker? Nee. War nicht lecker. Einfach Candys Macher. Er holt Flauschi zu sich auf die Insel und lässt sie kochen. Naja, Lami und Macher. Emily waren auch da. Er ist ein Macher. Ich habe für alle gekocht. Oh, das ist Ehre. Wir treffen uns immer abends und Flauschi kocht dann für alle. Oha. Ehrenflauschi.
klar. Ich werde jetzt öfter mal Stories auf Insta machen, glaube ich. Das macht sogar Spaß. Also, aber die Stories gestern sahen aus wie so ein 8-Jähriger, der gerade das erste Mal Party macht. Okay. Also ich steppe hier die ganze Zeit durchs Nether und ich finde gar nichts. Ja, wir fangen jetzt gleich richtig an, den Enderdrachen zu besiegen. Das ist jetzt die Vorbereitung. Sobald wir jetzt gleich Looting haben, Max, dann helfe ich dir. Dann zeige ich dir, wo diese Bastion ist. Das ist keine Bastion. Das ist eine richtige Festung, Junge. Hä, was ist der Unterschied? Ist doch dasselbe. Bastion ist eine Bastion. Bastionen sind nur diese kleinen Bummi-Dinger. Jetzt hab doch mal Looting. Du hast 3 Villager, nicht einen. Ja, dann lass uns doch mal tauschen. Können wir? Ja, dann komm her. Hä, okay, dann geh du da hin. Easy. Hä, das ist ja voll einfach. Jetzt hab ich's doch direkt. Geh rüber. Ja. Leute, wir snipen jetzt hier einfach jeden. Hat der hier? Boah, was? Der hat das überlebt? Haltbarkeit, okay. Konnte der das überleben? Plünderung 3! Es gibt kein Plünderung 3. Gibt's das gar nicht? Nein, es gibt nur Plünderung. Ach so. Schade, Candy. Ja, dann habe ich vielleicht gelogen. Schade, dass du hier so Geschichten aus dem Paulanergarten erzählst. Treue. Tege. Candy ist in Flauschi verliebt. Was? Nee. Stimmt gar nicht. Warum schreiben das dann die Leute? Ja, die lügen. Warum schreiben die das dann? Das ist ein Prank, der zu weit ging. Glaub, da ist was dran. Plünderung 3! Flauschi, ich bin sowas von krasser als du. Warum gibst du nicht einfach mal Mühe? Hast du es jetzt ehrlich? Ja, ich schwöre, ich hab Plünderung. Im Stream. Warte, ich Ja, Flauschi, du musst einfach mal richtig das setzen. Gib dir mal Mühe, wir wollen den Enderdrachen besiegen. Aber du hast doch gerade gesagt, das gibt's gar nicht, Plünderung 3. Ja, ich hab euch verarscht. Keine Gewandbuch. Was genau hast du gemacht, Flauschi? Veräppelt hab ich euch. Gewandbuch jetzt. Bring mal schnell ein Buch, sonst geht's weg. Das geht nicht weg. Die folgen hier total, die Villagers. Bitte beeil dich. Wenn Flauschi schreit. Flauschi, beruhig dich bitte. Du brauchst keine Smaragde kaufen, ich hab doch genug. Ja gut, dann Geh mal raus, aus dem Buch. Bitte. Nein, gib mal ein Buch. Nein, geh raus, aus dem Schade, Villager. Gib jetzt einfach ein Buch. Candy. Geh raus, aus ja, dem Villager. Ja, dann gib mir ein Buch, dann bist du schuld. Schön leben wie ein GTA. Ach Candy, du musst immer alles für dich selber haben. Ja. Immer musst du der Erste sein, der alles hat. Ja, genau. Ja, jetzt hauen ihr alle ab. Danke, Candy. Ja, dann lass ich dir mal laufen. Warum machst du es denn jetzt auf? Ja, ich wollte raus. Max, ich wäre dafür, dass wir zu zweit... Ja, dass wir das zu zweit nur machen, weil Flauschi sabotiert uns. Sie lässt uns jetzt einfach mal weglaufen. Buch kaufen. Ich hab doch jetzt für alle 3. Ja, nicht so schlimm. Kauf mir jetzt eins. Ey, Flauschi. Es gibt nur noch ein 3, ja. Das war Fake-Call von Flauschi, ja. Wir haben uns geprankt. Jetzt hat sie den Villager freigelassen. Hast du jetzt das Buch, Flauschi? Dann kauf ich noch hab mal eins. Gut, ich hab jetzt auch gar nicht, dass kannst du so den dann einmal rüberbringen? Wie kann man den rüberbringen? Du kannst ihn mit einem Kart da reinsetzen und dann ja, schubsen. Musst du mal eins craften kurz. Flausche, ich würde jetzt tatsächlich zu Max dann einmal gehen. Ja, nee, ich geh jetzt gerade wieder zurück. Kannst du mal craften? Ja, ich komm zu dir. Gut, Flausche, dann oder ein Boot kannst du haben. Ich hab ein Boot, gebe ich dir. Na, ich hab es gerade auf der YouTube-Startseite. Okay. Max, erzähl mal Flauschi und Candy von deinem Minecraft Hardcore. Alter, ey, hör mir auf. Was Habt denn? Ihr das schon mitbekommen? Nein. Okay, eine sehr unangenehme Story jetzt. Hä? Bin ich gespannt. Ich hab auf Kick in meinem Stream, ich hatte so Bock, ich hab mir echt lange Gedanken gemacht. Ich dachte mir so, boah, was kannst du machen? Die Leute gut unterhalten. Ja. Neues Projekt, eine Serie, wo du halt einfach genug Content hast für lange Zeit. Ja. Und dann hatte ich einen Gedankenblitz. Und dann dachte ich mir so, du machst ein Minecraft Hardcore Projekt. Und dieses Minecraft Hardcore Projekt ging original 1,5 Folgen. Ich muss dir mal einen Clip zeigen, wie ich da gestorben bin. Und dann ist ja die Welt weg. Die löscht sich ja. Ja. Ja, Bro, ich war so erste Folge am Aufbauen, dies, das. Dann habe ich eine Höhle gesucht, um in eine Höhle reinzugehen. Bro, das war aber auch mies von Minecraft. Das war wirklich mies. Und dann habe ich so einen riesigen Krater gefunden. Und dann habe ich mir einen Wassereimer hingesetzt, um mich da so abzuseilen mäßig. Und das Problem war nur, das war an der Seite, das war so Kiesboden. Und als ich da Wasser an die Seite platziert habe, ist der ganze Kiesboden weggefallen und ich bin einfach in diese riesige Schlucht runtergetroppt.
Nein, und ohne Federfall und so, ne? Ja, er hatte ich ja am Anfang noch nicht. Ey, Bro, so schlecht. Das ist ja, oh mein Gott. Ja, das ist echt unlucky. Ja, und dann war das Minecraft-Hardcore-Projekt vorbei, weil die Welt hat es dann gelöscht. Ja, aber du hast doch erst gestern angefangen damit oder vorgestern. Ja, Bro, das war doch im Stream. Das war, nach einer Stunde war dieses Projekt vorbei. Hast du es aufgenommen oder was nebenbei? Oder meinst nach einer Folge war es vorbei? Ja, ja, also nach eineinhalb quasi. Die erste Folge habe ich überstanden und es war so, keine Ahnung, Leute, wie lange ging das? Eineinhalb Stunden oder so? War nicht einer meiner besten Momente. Naja. Also naja, komm aus dem Portal, ich bin jetzt, ich stehe hier ja, schon. Ja, ich suche gerade den Weg zurück, ich bin echt weit durchs Nether gelaufen. Hä? So. Oh, ich hasse diesen Villager, ja. Ich muss irgendwie darüber. Hast du dein Schwert denn dabei? Meinst du mich? Ja? Ja. Okay, dann gib mir das gleich, ich mach dir die Verzauberung drauf. Bin nie ohne mein Schwert unterwegs. Sehr gut. Okay. Kann man die Verzauberung auf die Pistole machen? Nein. Das geht nicht. Nein. Ey, ich hab so Bock, den Enderdrachen heute zu machen. Ich hab auch Lust, den Ender dran zu erledigen. Geil, geiles Ding, feier ich. So. Ja, warte mal. Ja, dann komm mal, wo bist du denn? Leute, könnt ihr mir noch mal schnell die Koordinaten schreiben, wo das Portal war? Ja, warte, ich baue mich gerade ein, oder? Ja, das sag du mal. Gleich, warte. Es war irgendwas mit minus 195. So. Warte. 13 Uhr und 13.30 Uhr kommen die Songs, Leute. Und dann immer zwei. Sonntag Flauschi, Samstag ich. Bringt Flauschi jetzt auch jede Woche einen Song raus? Ja. Ja. Alter. Holy moly, Macaroni. Ja. Was sind die Koordinaten? 13. Oder muss 500 Blöcke überlaufen? Seh meine Berge, seh meine Stadt, ich seh die Sterne in jeder Nacht. Jede Woche ein Song. Das ist cracked. Also samstags ich immer und sonntags immer Flauschi dann. Sehr krass. Samstag die besseren Songs dann. Flauschi also ist auch eine Hustlerin, Leute. Ich muss dir ehrlich sagen, also Flauschi-Song sehr, sehr, sehr krass geworden. Der kommt um 13 Uhr. Ich sag dir generell auch, Flauschis Stimme ist krass für so die Songs. Also ich feiere das auch voll. Ist schon hochgeladen, Flauschi, die Premiere? Ja. Okay. Und Flauschi hat eine richtig gute Musikstimme. Ey, Max, reicht jetzt mit den Komplimenten, ja? Lass die mal in Ruhe. Hör auf damit. Danke, Max. Die Stimme ist so gut, dass Candy-Songs da niemals rankommen würden. Hä? Och Mann, ey. Wo bleibst du denn, Max? Bro, ich lauf doch gerade dahin. Ey, Junge. Wo bist du? Sag mir deine Koordinaten. Ich bin jetzt gerade bei minus 400 und bei Z bin ich schon richtig. Ich muss nur 400 Blöcke noch laufen. Minus 400? Ja, und ich muss zu 13 kommen. Es sind doch nur 400 Blöcke. Alter, nö, ich besieg den Drachen nicht mehr mit euch. Okay, Flausch, wir machen ohne Candy. Ja, wir machen ohne Candy. Oh, ihr werdet auch wieder eingesperrt. Ich werde ihn alleine besiegen. Hast du mir eigentlich Munition mitgebracht, Candy? Ja, habe ich im Inventar. Jetzt noch 300 Blöcke. Candy macht immer so einen Stress, Leute. Warum stresst der Junge denn so? Selber du stresst. Ey, Levin, Dankeschön für 5 Euro. Hi, iCramix, wann spielst du wieder auf euren Minecraft-Server Paul Berger? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe schon 4 Augen, Ende Augen. Danke erstmal. Candy, hier hat gerade jemand gefragt, wann ich wieder auf Paul Berger Minecraft spiele. Da wollte ich dich jetzt einfach mal fragen, wie es da aussieht. Erster Zeta wahrscheinlich, ne? Genau, Leute, weil der Server ist seit einem halben Jahr, sind wir da am Umstrukturieren und Umprogrammieren. Deswegen kam da jetzt weniger drauf. Aber ich habe geistkrank Bock auf unseren City Build Server, der am 1.10. Wir warten seit Monaten. Genau, wir warten seit Monaten, weil da wird wirklich viel gerade neu programmiert. Aber der Release ist am 1.10. Also am 1.10. kommt der neue Paul Berger Minecraft Server raus und dann werde ich dann nämlich auch wieder drauf spielen. Weil dann wird alles neu. Generell, also ich werde im Dezember, glaube ich, jeden Tag live gehen und dann kann man immer. Ist ja auch geil, da können wir halt zusammen einfach spielen. So. Da können wir mit unseren Zuschauern zusammen spielen. Ist schon eine geile Sache. Eben. Oh,
Wenn jemand beim End runterfällt, dann verliert er alles, obwohl wir diesen Mod Amanda, haben. Amanda, 20 Euro. Kuss, Tama, danke. Weil dann kann man nicht mehr hin und Achso, ja, im Void, ja. Im Void. Im Void. Im Void. Max! Ja, noch 100 Blöcke. Bin noch gleich da. Ich hab schon 6 Lohnstaub. Boah, ja, wo bist du? Ist schon in der Festung. Nein, die waren bei meinen Villagern in der Kiste wegen dem Tränken. Lauschi ist eine Macherin. Was war die Höhe von dem Portal? 80 ungefähr. Okay. Handy, hast du bei dir zu Hause irgendwo, wie heißt das, Erfahrungsfläschchen? Nee, aber du kannst du kaufen im Markt. Brauchst du Geld? Nein, aber ich weiß gerade, bei dir Candy zu Hause. Ist reich. Deswegen... Er hat 80.000. 84, ich habe schon 3.000 ausgegeben für euch. Danke. Aber stopp! Wir müssen am Ende auslosen, wer das Drachenei bekommt wieder. Niemand, ja, wir losen das aus. Nein, wir losen das Nein, aus. Nein, wir losen das aus. Dann nimmt einer eine Fackel mit, damit wir das abbauen können. Wir losen das dann aus am Ende mit so einem Zufallsprinzip. Ja, aber Wir machen einfach Glücksrad. Und dann hat jemand von uns das seltenste Item in ganz Minecraft. Ah, okay, ich sehe das Portal, bin jetzt da. Warte, ich schreibe aber Blackjack nur zwischen mal denen, an, die dabei runter. Sind. Ich wollte gerade sagen, weil Blackjack ist ja zum Beispiel nicht da. Und Armin auch nicht. Rein. Die kommen alle mit rein. Boah, Leute, nicht? Der Besitzer des Drachens. Blackjack ist doch am Wochenende gar nicht zu Hause, oder? Ist man der King. Wir müssen auf jeden Fall das Drachenei bekommen. Ja, wer das hat, ist King. Und dann machen wir aber auch so, dass man damit was machen muss. Ne? Also das nicht einfach in die Ender-Chest stecken und verstecken ein Jahr lang und dann... Schreibt mal jemand Army, vielleicht hat er auch Zeit. Hey Candy, moin. Ah, endlich, mitkommen. So. Wir haben es zurückgeschafft, Leute. Leute, wir erledigen den Enderdrachen heute. Ja. Dann drop mal dein Schwert. Schwert. Der Schwert. Schwert. Mir fehlen noch ein paar Level, warte eben. Jo. Geh mal aus dem Weg, dass ich die Level hat. Junge, ich sag, der Enderdrache, ich sag, der ist in einer Minute down. Ja. Oh, wisst ihr, was wir machen müssen? Was denn? Ey, wir müssen ein Flugzeug mitnehmen, wo wir alle rein können zu dritt, weil dann fliegt einer und die anderen steigen dann immer über den Dingern aus, wo die diese Heilstation kaputt machen können. Bro, das wäre komplett OP. Dann fliegen wir da einfach rum. Wir nehmen so ein Flugzeug mit. Ja, das wäre übel stark. Ja? Ja, lass echt ein Flugzeug mitnehmen. Ja. Lauschi, kümmerst du dich einmal um Flugzeug? Na, ich geh ins Holen. Ich geh ins Holen, ich hab grad eh nichts zu tun. Du machst ja eh das Schwert. Ja. Achso, Kenny, ich bin jetzt gerade hoch zu dir. Ich hab noch Erfahrungsfläschchen. Oh, sorry. Gut, wir können jetzt nämlich gleich starten und den Enderdrachen besiegen! Ne, gut, wir müssen noch Enderperlen farmen. Ich fange schon mal an mit Enderperlen, okay? Sehr gut. Ich hab sehr Stück gut hab machst ich auch du das. Schon. Wie viel braucht man denn? Wie viel ist denn da? Enderperlen braucht man schon so 2-3 Stacks. Was? Doch Stacks, es sind ja noch 16er Stacks. Achso, ja, okay. Hat sich so viel angehört. Gut, hat jemand von euch Gold? Man braucht ja alleine 12 Dinger, Ende Augen am Ende. Für das Portal. Im schlimmsten Fall, ja. Also man muss auf jeden Fall 12 dabei haben. Und das heißt, das ist ja schon fast ein Stack und dann noch 2 so zum Suchen. Gut. Bringt mal alle euer ganzes Gold, was ihr habt. Max, hattest du mal ein Postfach? Nee. Echt nicht? Nee. Warum? Weil ich hatte jetzt eins geöffnet für Flauschi und mich quasi. Und dann wollen wir uns immer treffen und gemeinsam so Fanpost öffnen. Okay. Also als Video, weißt du? Das kam da. Also ich habe das immer, als ich noch YouTube geguckt habe, kam das immer richtig krass an. Also das hab ich mir sehr, sehr gern angeguckt. Das ist eigentlich eine coole Idee, so ein Postfach. Weil ich habe immer richtig viel Sachen, also jetzt auch zum Beispiel bei der Gamescom-Autogrammstunde, habe ich richtig viele Sachen geschenkt bekommen. Eigentlich eine coole Idee, so ein Postfach. Candy hat mich auf eine Idee gebracht, Leute. Warte mal, Gold wolltest du, hast du gesagt. Wo ist denn hier eine Ender-Chest, wo ich gucken kann? Ich habe auf jeden Fall ein bisschen Gold. In Candy's Tower oben. Achso, ein paar Blöcke wären ganz cool, aber ich kann kurz euch abbauen. Was für Blöcke? Ich, alles gut. Hab schon. Ich
So, Leute, jetzt hat sich das Internet-Thema ja wieder beruhigt. Jetzt können wir. Ich mach mal den Chat wieder für jeden auf. So, dein Schwert ist fertig. Wo bist du? Ich komme. Hab noch Schraubenschlüssel. Warte, ich bin doof. Ich war am Flughafen, um Flugzeug zu holen. Ich kaufe Schraubenschlüssel, weil ich mir so dachte, boah, wir brauchen bestimmt Schraubenschlüssel und vergessen, das Flugzeug mitzunehmen. Zwei Enderperlen schon. Chat hier wieder auf für jeden. Moin, 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 Leute. Und auftanken das Flugzeug, ne? Ich komme zu dir einmal. Und das heißt ein normales. In normales können drei rein. Ja. Ja, ja. Also ich glaube, das hier ist noch relativ voll getankt. Ja, 12.000 Ding drin. Ja, das, das reicht. Und Schaden null? Schaden null, ja. Bin ja auch echt geflogen. So, jetzt besorgen wir noch ein, zwei Sachen und dann werden wir den Enderdrachen besiegen. Wo bist du? Warte, ich bin jetzt gerade auch beim Flughafen. Ah! Oh, oh, oh! Nein, das war's. Das war's. Rauschi, Noob. Rauschi down. Hier dein Schwert einmal. Dankeschön. Ui. Hä, was hast du damit gemacht? Wieso? Plünderung, oder nicht? Oh. Plünderung ist drauf. Das war knapp, Leute. Das war knapp. Ja, Plünderung. Max, was ist denn? Plünderung ist drauf. Ja? Bro, den Namen, das kann ich direkt wegwerfen, das Schwert. Wie heißt denn das Schwert? Das Schwert heißt, ich zitiere, Candy ist der beste Schwert. Ja, ist doch gut. Ich habe das da, Namen habe ich nicht geändert, also ich habe nur Plünderung drauf gemacht. Ja, stimmt, war schon so, das hieß schon so, ja. Wenn du das so nennst, aber ey, auch danke für dein Auto, ne? Okay. Ich habe hier ein eigenes. Hast du dein Flugzeug jetzt mit dabei? Weil hier meins habe ich dabei. Beziehungsweise das, was ich da vom Candy Airport mitgenommen habe. Wir können auch aus dem Flugzeug rausschießen, ne? Ja, boah, stimmt. Ich mache dann so, ich fliege dann und ihr seid dann die Schützen. Sollen wir den Flughafen den JF Candy Airport nennen? JF Candy, oha. Trick 17. Überholt. Aua! Erster. Okay, Flauschi, wir kommen jetzt auch ins Nether. Ja, ich hab's überlebt übrigens. Das freut uns natürlich. Was war denn? Wieso bist du in der Lava geflogen? Wie schafft ihr das? Da geht's direkt runter nach dem Forest und ich hab gedacht, Max hat eine Maschinenpistole, ja. Ich hab eine MP, Junge. Okay, dann rein ins Nether. Aber bevor wir zum Enderdrachen gehen, gehen wir nochmal Munition und so holen, ne? Also. Ja, klar. Weil ich will auf jeden Fall ordentlich ballern können auf dem Enderdrachen. Aber denkt dran, die Endermen mit euren Schwertern zu erledigen. Ja. Da ist einer. Was? Mach euch am besten so eine 3x3-Plattform. Hab auch einen Enderperle. Ich setz sie immer ins Boot rein, diese Endermänner. Hä, wie, du setzt sie ins Boot rein? Ja, dann können die nicht mehr wegteleportieren. Die sind dann stuck. Oha. Hallo, König. Ey, den Trick kenne ich gar nicht. Seid ihr hier direkt bei diesem Wald? Ja, bei dem blauen, das spawnen die meisten. Ja. Das ist ein Enderman-Wald. Ender Forest heißt es, glaube ich. Warp Forest. Ja. Jetzt habe ich den hier am Boot. Bam, erledigt. Bringwaren dürfen. Und jetzt habe ich 7 Perlen schon. Boah. Ja, das geht richtig schnell. Ich sehe hier gerade keinen Enderman. Ich suche mal diese Schweinchen, warte. Wieso, was bringen die? Weil ich habe Gold mitgenommen, da kannst du traden mit denen. Aber wie? Und die geben dir auch? Was geben die denn? Enderperlen, Feuerschutztränke. Oha. Wie sorgt man, also wie schafft man das, dass die sich in das Boot reinsetzen, die Endermans? Setzt man das einfach direkt unter denen, bevor man den anguckt? Ja, also neben die ungefähr so. Und dann schlägt man drauf und dann, Also in der Regel sind die dann echt immer drinne. Also ich setze jetzt gerade zum Beispiel so ein Boot hin, bam, der ist jetzt direkt drinne. Ich teste das jetzt mal. Leute, kanntet ihr den Trick? Der ist ja überkrass. Ah nein, Bro, aus den Wirbrettern kann man kein Boot machen. Ich bin Candy GHG. Ich kann kein Boot machen. Warum hast du auch aus diesem Metallhall kann sagen? Nein, da kann man kein Boot machen. Oder? Nein, da kommt nicht. Ja. Hab ich auch nicht gewusst. Du kannst das Boot auch dann auf die Rauch schieben. 1.20. Kann man das? Schweinchen! Muss aufpassen, nicht über Lava. Bro, ich sehe hier nirgendwo Endermänner, Alter. Das gibt's doch nicht. Ah, da ist endlich mal wieder ein. Oh, ich sehe direkt zwei. Da sind ein paar hier. Moin. Ich platziere ein Boot und schieb das dann einfach nur mal in die Richtung und immer auf die Füße hauen. Dann greifen die dich nicht mehr an. Oh, du hast hier richtig die Tricks. Ja, klar. Candy guckt den ganzen Tag, was die GHG. Ich bin Candy GHG. Hey, wo ist denn jetzt der Enderman hin? Hallo? Oh, Mann, ey.
Da ist ein Schweinchen. Hallo, ich hab Gold für dich. Greif mich an, Junge. Ersten Stack habe ich. Krass. Kenny ist echt produktiver als ich jetzt hier gerade. Ah, ich hab jetzt auch 3. 21. Das Aua, das ich hab noch Gold für dich. Aua, schlag mich nicht. Nein, nein, das reicht nicht. Aber das größte Problem werden ja eher die Blazefords jetzt sein. Nee, das kriegen wir auch gleich easy hin. Ja, wenn ihr noch die Ding das findet, die Festung. Kein Problem. Ich war immer nicht, hatte Flauschi die geschrieben, aber ich guck gleich mal. Ja, gib mir Sachen, Leute. Wir waren irgendwann, waren wir im Stream oder in einem Video da bei den Blazefords? Im Stream, glaube ich, sogar. Okay. Habt ihr noch Gold? Max, hast du Gold mitgebracht? Ich hab vergessen, in die Ender-Chest zu schauen. War nicht so schlimm. Boah, ich werde mir auf jeden Fall Schalker-Kisten holen, ne? Das sage ich euch ehrlich. Stimmt, ja. Schalker-Kisten werde ich mir richtig viele holen. Schalker-Kisten aber OP. Man kann ja vielleicht anfragen, ob man Elytra im End benutzen kann, aber nicht in der Überwelt. Ja, weil sonst an Schalker-Kisten zu kommen ohne Elytra ist halt total Pain. Dann kann man da nicht Elytra fliegen, das ist ja auch lustig. Also wir haben alles Mögliche gedroppt, außer einer Pan- und Feuerschutztränke. Oder wir machen, dass man Schalker-Kisten im Shop kaufen könnte. Das müsste man mal anfragen. Das würde auch gehen dann. Ja, also sobald wir das End erreicht haben, werden vielleicht die Villager andere Sachen verkaufen. Auch Endstäbe und sowas vielleicht. Endstäbe auch. Ja, das wäre krass für Deko. Weil es gibt den Endshop, gibt es ja schon im Markt, aber da ist nichts drin, weil wir das End nicht freigeschaltet haben. Ah, weil wir ach so, da gibt es schon einen Endshop. Ja, ja, ja. Also der Villager ist da, aber der hat halt nichts zum Verkauf. Oha, okay. Das könnte wirklich sein, dass das dann kommt. Ey, wo ist denn jetzt hier schon wieder der... Ey, ich gebe auf, ehrlich. Es ist... Ohne Boot. Bauen wir jetzt hier so eine Plattform, so? Wir hauen immer ab, die Endermans. Und dann kann man die angucken. Leute, wir wollen heute den Enderdrachen besiegen, deswegen holen wir hier gerade Enderperlen. Du musst hier sowas bauen, Max, dann kannst du die angucken, weil dann kommen die nicht hier drunter. Dann kannst du die einfach hier drunter suchen. Ah, lol, okay. Aber hier sind irgendwie keine. So wenig. Ja, das muss man warten. Wie viele hast du, Candy? Perlen? 26. Okay, ich hab 5. Ich hab 3. Reicht das nicht? Wie 5? Warte mal, das heißt, es sind 8 plus 26 sind 34. Nein, wenn wir zu wenig haben, müssen wir wieder umdrehen. Ich übertreibe jetzt lieber und nehme 100 mit oder so. Nee, also ich denke, wir brauchen 3 Stacks. Das heißt, es sind 48 insgesamt. Okay. Ja, wir brauchen aber auch Ender-Augen. Brigitte früh. Ehrenmann, Kuss. Dann noch 12 Augen alleine zum Öffnen vom Portal. Ja, aber die Augen gehen ja nicht kaputt, wenn du die wirfst. Nicht immer. Ja, also ich sag mal, 2 Stacks zum Suchen würde ich machen und dann 1 Stack noch für Ding. Also 3 Stacks. Und wir haben jetzt schon über... Wir können über uns sonst auch mal nochmal ein neues Nether-Portal machen, haben, da vor Ort, da gibt's ja Lava. Ja. Kann man eins gießen, schnell. Wir haben ja schon über 2, also alles gut. So. Gesundheit. Ey, hier sind gerade keine Endermans mehr, Leute. Wo sind die Endermans? Ich laufe die ganze Zeit rum und finde welche. Ich laufe auch rum und finde keine. Wir laufen einfach ich rum, lauf nur rum und es passiert nichts. Jeder rein. Bro, also ich weiß nicht, keine Ahnung. Bei mir gibt es keine Endermans. 30 habe ich jetzt. Ja, dann reicht es, oder? Ich hole 50. Das geht so schnell. Doch, ich hole 50. Das ist besser, glaub mir. Nein, die gehen doch nicht immer kaputt. Ich hole trotzdem 50, das geht doch so schnell. Drei Stacks sind ja 48, aber ich meine, Flauschi und ich haben ja 8 zusammen jetzt schon, ne? Also, das heißt du... 8? Ich habe sogar schon 5 Ender-Augen. Das heißt, wenn du 40 hast, haben wir 3 Stacks. Ich habe jetzt 30 nur. Okay, ich habe jetzt 5, ich habe auch 5. Bro, ich Handy übertreibt so maßlos. Ja, aber es geht doch schnell, das dauert viel, viel länger, wenn wir zu wenig haben. Du brauchst haben. Ja auch so viele Blazerods. Blazerods dauern so ewig. Nein, das geht auch schnell. Blazerods gehen schnell. Nein, die gehen nicht so schnell. Ja, mit denen ist gebrannt als Spawner, ne? Ja, aber die haben ja eine viel geringere Drop-Chance. So. Und wir haben nur 3% mehr mit Looting 3. 3% nur? Ja, pro Looting 1%. Ich dachte, das ist immer voll der Game-Changer. Oh, da unten ist wieder einer. Da sind ein paar. Attacke! Oh, ist in die Lava gefallen. Uiuiui, Attacke! Woo! Let's go! Greif mich an! So. Greif mich an, Bro. Greif mich an, Bro. Guck dir am besten an. Mach ich. Ich guck dir wenn an du und greif Enderman, dir an.
immer weiter ins Gesicht guckst, dann bleibt er stehen, dann ist er gefreezed. Ihr habt voll die Enderman, ihr habt voll die Special-Tricks, ne? Ich merk schon. Klar. Ihr seid hier Profis. Ich spiele hier einfach mit Profis. Minecraft-Profis. Das stimmt sogar. Ey, ich habe jetzt 3 angegriffen und keiner ist, die sind alle irgendwie, die haben Angst vor mir. Ich habe einfach Angst vor mir. Du musst ein Boot platzieren am besten. Ja, ich hab ja keins. Ey, Leute, das gibt's nicht. Deswegen habe ich schon so viele, weil ich mein Boot platziere. Du bist so cool, Candy. Candy ist wirklich der Coolste. Ich bin vorbereitet auf den Enderdrachen und ihr... So. Ihr nicht. Ey, ich Leute. Geh schon mal eine Festung suchen. Oh, oh, oh. Ich bin kurz mute, Leute. Freunde, ich würde aber sagen, ich switch den Stream jetzt mal rüber auf Kick, Leute. Auf Kick machen wir jetzt weiter. Da werden wir jetzt weiter Sachen farmen und dann den Enderdrachen heute noch besiegen. Vielen, vielen Dank schon mal für den krassen Stream auf YouTube, Leute. Kommt jetzt gleich alle mal in den Kick-Stream rüber. Warte mal, ich schreibe euch das hier schon mal in den Chat. Und da geht der Stream nämlich weiter. Und später kommt auch noch ein YouTube-Video online hier auf meinem Kanal. Also heute quasi doppelte Action. So, zack. Leute, hier der Link. Ich werde das auch einmal anpinnen. kick.com/icrymax. Leute, Nachricht angepinnt. Ich bin in einer Minute da. Kommt jetzt auf Kick rüber, Leute. Wir sehen uns gleich. Let's go, Freunde. Bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crymax. Jetzt liken.